Hallo. Alles auf Parkplatz hinten, ich habe mich schon gewundert. Hörst du mich? Binea? Ah, okay. Hallo Leitner. Jetzt im. Wie geht's jetzt? Mir geht's ganz supi eigentlich. Also, ich kann mich nicht beklagen. Der Tag war schuld sich halt, ne? So wie immer. Schulztastisch. So, Moment, ich muss noch ganz kurz. Ich würde sagen, ich bräuchte den Autoschlüssel wieder, den ich ihm vorhin gegeben habe. Also krankenhausreif wie immer. Na, heute mal nicht krankenhausreif. Heute hab ich schon wieder vergessen, meinen Streamtitel zu ändern. Es passiert mir jedes Mal. Jetzt ist die Rebecca wieder weggelaufen. So, jetzt. Hallo. Elo. Genau. Und zwar habe ich ein paar Sachen dabei, die du dann großzügig verteilen kannst im Schwimmbecken. Kurze Frage, bist du mit einem Auto, Motorrad, irgendwas da? Ich bin mit einem Motorrad hier. Perfekt, weil ich müsste mein Auto halt noch dahin parken, wo es hin muss und müsste dann irgendwie. Wobei, nee, warte, du musst ja nicht zurück hierher, das macht keinen Sinn. Dann frage ich kurz Kanisha. Okay, komm am besten erstmal kurz mit. Ich gehe danach noch zum Friseur. Mal die Sachen geben. Einmal. Okay. Ja, du hast ja eh ein bisschen Zeit, bis die Station erreicht wird. Gut. Genau, während der Schnitzeljagd haben wir uns überlegt, Funk ist 1, 2, 3. Richtig kreativ. Also wenn du ein bisschen mithören willst, wo die Leute so sind. Ja, dann wüsste ich wenigstens, wann ich dahin muss. Genau. Meine Güte, hier ist schon wieder was los. Ja, ich hoffe, es ist nicht so viel Action. Sonst hat wieder keiner Zeit. Ich weiß, ich habe meine Eltern. Es ist 5 Uhr um, es ist logisch, dass das ein bisschen dauert. 2 Jahre gesagt, ich glaube, die erste Anrufe. Kommen entweder pünktlich oder zu spät. Zu früh kommt hier keiner. So. Dann gebe ich dir schon die Sachen. Und zwar einfach ganz viel Krimskrams. Deine Glückszahl ist die? Die 157. Wieso sind da Handys drin? Weil das meine Ersatzhandys sind, weil ich keinen Platz hatte. Bitte einfach liegen lassen. So. Handys und Funkgeräte. Wofür brauchst du so viel Funkgeräte?
Falls jemand für die Schnitzeljagd keins dabei hat. Wieso haben wir Trimmer? Für was braucht man den Trimmer? Ach Mensch, Ganisha, das sind alles Gegenstände, die einfach nur dafür da sind, damit man sie suchen kann. Ah ja. Hallo? Hallo Lydia. Achso, okay. Ihr hört mich. Ja, ich höre dich. Alles? Ich muss nur gerade mich konzentrieren, dass ich das... So, jetzt aber. ...verteile. Jetzt dürft's passen von meiner Stimme her. Ist hier noch mehr Krimskrams drin? Die machen heute aber auch echt ein Konzert mit dem Hörlicht. Wer übernimmt jetzt die Führung? Weiß man das schon, oder? Das müsstest... Ja, entweder du oder... Okay. Einfach gucken, wenn Leute da sind, dass du die ein bisschen zuquatscht. Kann ich machen mit dem Gespräch im Anhang, wenn du das willst. Okay. Oder so. Gut wäre nur, wenn ich bei der Schnitzeljagd auch ein bisschen mitmachen darf. Naja, das funktioniert nicht. Weil wir starten... Naja, wir starten ja 19 Uhr. Und das ist ja parallel. Wir sind ja unterwegs und kommen dann die bei der Führung machen, nicht mitmachen bei der Schnitzeljagd. Du hast es erfasst. Hast du dieses Konzept durchgelesen? Ja, hab ich. Darum habe ich auch Schauspieler engagiert und nicht unsere Mitarbeiter alle dafür geplant. So... Das haben wir hier aber ich glaube, die Schnitzeljagd ist interessant als eine Hausführung. Für die Leute. Habt ihr das schon im Unternehmens-App angekündigt? Nee, ah, noch nicht. Gut, jetzt hat irgendwer den Metzler wieder gefunden? Jetzt hört man ihn. Hallo. Ich bräuchte den Autoschlüssel nochmal kurz wieder. Den bräuchte die Scholz nämlich auch. Oder er rennt halt weg. Ist auch eine Option. Und das soll ich denn alles... Oder renn halt selber weg! Ich wollte den Autoschlüssel organisieren, ja. Und das soll ich dann alles einfach im Schwimmbecken verteilen. Genau, schön irgendwie verteilen, so ein bisschen. Perfekt. Einfach reinschmeißen. Es müsste auch irgendwie so ein lila Handy oder so, was kaputt gehen kann. Ja. Ich renn nochmal kurz den Schlüssel. Ich muss gleich eh nochmal zum Hardlauer fahren und mir... Handy und Funkgerät kaufen. Ich habe irgendwie nichts mehr. Alles futsch. Aber super, dass du mitmachst. Na klar. Kein Ding. Sehr nett von dir. Ich habe eh nichts zu tun, deswegen. Gut. Das ist alles, was ich... Da ist er. Okay, dann halt nicht. So. So, dann einmal Schlüssel. So, ich hoffe, das funktioniert. Perfekt. Und dann müsst ihr einmal hochfahren. Du könntest mit deinem Moped schon hinfahren. Ich komme mit dem Auto nach. Okay, da zum Fitness. Genau. Perfekt. Kommen wir da hoch? Nein, da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir mal hoch. Schauen wir mal ganz kurz bei der Metro vorbei. Weil ich habe weder Handy noch Funkgerät. Was steht heute an? Heute machen wir ein kleines Schauspiel.
Ja, ich bin selber gespannt. Also, wenn ich irgendwas schauspielern soll, ne, ich weiß ja nicht. Gerade auf, ich habe weder Personalausweis noch Führerschein noch sonst irgendwas gerade bei mir. Egal. Ah! Oh mein Gott. Oh, scheiße. Knapp, ja. Es war knapp. Und irgendwie. Magic? Yes, Magic. Ich sollte, bevor ich da reingehe. Magic. Ich leg keine noch mal, Ahnung. Ich leg nochmal ganz kurz ja? Den Power-Nap ein, weil ich sehe nichts mehr. Okay. Okay. Kein Problem. Dann nicht wundern, wir parken nur kurz um und kommen dann nochmal wieder. Dann machen wir das alles. Alles klar. Okay, Lydia? Ja, ich hab's natürlich mal wieder alles irgendwie kaputt gemacht. Eigentlich wollte ich heute mit Facecam streamen, aber es war ziemlich spontan. Warum? Ah, herrje, meine Ohren. Bist du verrückt? Ich weiß nicht, was Twitch heute für ein persönliches Problem mit mir hat, aber Twitch hat mich heute irgendwie überall abgemeldet. Ja, wie ist denn die Rebecca und die Lydia jetzt?
Uppala. So. Perfekt. Also, du weißt Bescheid. Ja. Kannst die Sachen im Becken verteilen. Ansonsten ab halb müsste die Feuerwehr mit auftauchen. Okay. Und dann kannst du dich umziehen gehen und hier warten. Genau, im Funk kriegst du ja eh ein bisschen mit, wo gerade sind. Kurz vor dir ist die Station bei Victor Martinet. Genau. Okay, alles klar. Ansonsten. Ja. Supi, dann klapper ich jetzt die Kleidung und die Friseure ab. Wie bitte? Dann klapper ich jetzt die Kleidungsläden und die Friseure ab. Genau, perfekt. Falls irgendwas ist, einfach kurz Bescheid sagen, aber ansonsten. Wunderbar. Supi. Bis später. Bis später. Ich muss mir das jetzt nochmal anschauen, den Plan. Wie, wo, was. Na, die Haare passen schon. Heilige Scheiße. Oh, hell no. Gut, nevermind. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So einen leichten braunen Stich rein. Haben wir grüne Augen? Eisblaue Augen machen. Was tue ich meinem Charakter da an?
Leute. Nee, um Himmels Willen. Aber was man nicht alles tun. So, man muss noch ein schnickes Outfit dazu. Ja doch, ich bin richtig.
So. Wir sehen aus wie eine richtige... Ja. Egal. Passt schon. Und Witz, ich habe jetzt Angst vor dicken Urnwohnern, weil... Vorhin hat mich einer erschossen vorm Stream. Gehen wir noch in Funk hier.
Ich schmeiß noch flott die Sachen ins Wasser hier. Hermes, wie lange braucht ihr, um das auf... Ja, da. Perfekt. Und reichen zwei Spielsitze? Wir kommen mit zwei Autos. Baba ist tot. Entschuldigung, wer sind sie? Ich kenne sie. Wo seid ihr? Dann können wir euch die Rettung schicken. 9034 auf der Straße, da bei der Kurve. Hallo Markus. So, schwimmen wir hier drüben hin, verteilen wir da noch ein bisschen was. Nein, ist nicht ansprechbar. Scheiße, das ist zu hoch. Na verdammt, egal. So. Mach mal so. Mach mal so, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Ich muss zwischendurch auftauchen, damit ich nicht untergehe. Sonst nicht, dass ich wieder ersticke. Not again. Ich muss kurz was essen, was trinken. Oh Gott, das endet nicht gut, wenn man tauchen muss. Mit Atmen. Ja, ich verstehe nicht das. Ich verstehe echt nicht, warum der Automod sogar das Wort. Oh Gott. Deleten will. Schnell wieder Ofen tauchen. Wie viele Sachen haben wir noch? Drei, die wir nicht noch wegtun müssen. Ich habe gerade Mist gemacht. Ich habe gerade die Schlüssel versenkt. Hast du zufällig eine Nummer von einem Veranstaltungsanwalt? May the odds be ever in your favor. Papa ist wieder da, ich bringe ein kurzes Krankenhaus, ja? Ansonsten treffen wir uns beim SBK 1. Ja, wir kommen dann dahin, ja? Danke. Nee, das passt schon. Gut. So. Nein, ich hab den Sie sind von AX Media hier, oder? Ja. Oder privat? Nein, nein. Wunderbar. Alles klar. So, ich muss noch ein paar Gegenstände versenken. Moment. Jawohl. Schau mal, das ist nicht der Ding.
Wenn alle da sind, bitte einmal Abfahrt Richtung SPK 1. Und ich möchte alle daran erinnern, sich an die STVO zu halten. Wir kommen als AX Media. Du musst eher schauen, dass du deinen Schlüssel wieder kriegst. Es war nicht meiner. Machst du heute die Facecam an? Ja, ich schau, dass ich sie gleich noch irgendwie reinbastel. Na, Funkgerät. Das geht da nicht kaputt, das ist doch wasserfest. Wer redet hier? Hier, im Wasser. Die da. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, dann beim SPK 1, wir möchten Informationen über den Robert Cavalier. Ich dachte, der heißt Mr. X. Sucht ihr wen? Ja! Hier! Wo? Warte. Da! Warte mal, die Stimme kenne ich irgendwoher. Ja, die kennst du auch. Scholz? Ist nur verkleidet, keine Panik. Die Stimme hier nicht doch raus. Wieso verkleidet? Als was? Bist du nicht die, die ich damals aus dem LKW gerettet habe? Du siehst aus wie Heidi Klum. Warte mal. Warum blonde Haare, warum lange Haare, warum solche Augen? Ich sehe nachher wieder normal aus, keine Panik. So, ich muss noch einen Gegenstand versenken, gib mir einen Moment. Er sauf nicht. Er sauf nicht. Ja, genau, gerade das sagt auf eine Tür bei der AX Media. So. Scholz, warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Warum siehst du so aus? Erklär's mir bitte. Weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Warum siehst du so aus? Und warum gehst du mit Kleidung schwimmen? Frag nicht so viel. Doch. Nein. Du hast hier drei Männer vor dir stehen. Der Kaiser und Blitzerblätter. Mahlzeit. Und Mahlzeit. Ich bin schockiert von dir, Michael. Warum? Ich bin ganz kurz. Weil Taser schocken. Verstanden? Ja, nicht? Taser und Kopf? Wasser. Ich keine verstanden. Ahnung. Ich bin gleich wieder da. Sicherlich. Sicher. Leg mal meine Hose hier auf. Wäre da wegen der Security nur krank geworden. Gute Besserung! Nein! Geh nicht! Geh nicht! Du! Geh nicht! Geh nicht! Das Leben von uns wie... Oh. So! Boah, das war knapp! Kim. Ich gehe jetzt einmal schwimmen. Ja, mach das ruhig. Ich brauche nicht schwimmen. Ich bin alt. Ja.
Servus. Mahlzeit. Servus. Und was machen wir da jetzt? Wir schauen, dass niemand absäuft. Okay, passt. Der Zusatz ist, wir können selber nicht schwimmen. Ich bin wieder anwesend. Ich kann schwimmen, hallo. Scholz, bitte beantworte mir die Frage. Warum siehst du so aus? Was erfahrt ihr denn noch? Du bist die, die ich aus dem LKW retten muss. Ist es möglich, dass du der Preis bist? Wer ist ein Preis? Was? Bist du der Preis? Und alle Ureinwohner werden bitte leben gelassen, danke. Werden wir schon sehen, werden wir schon sehen. Dann hätte ich aber mitgemacht. Das war das Schlechteste. Und wer was findet, bitte die anderen dazu holen, damit die das dann auch mitbekommen. Das ist ein Gewohnt von mir, glaub mir. Ja. Aber ich bin ein Anspruch. Sag meinen Namen und du bist angemacht. Zudem meine Jacke ist sehr kuschelig. Wenn du so intelligent bist, kannst du dann da auch daheim meine Lampe anmachen. Ich kann sie ausmachen. Na verdammt, das hilft mir nicht. Und wenn sie aus ist, dann zeige ich dir das Licht meines strahlenden Herzens. Na verdammt. Aber du musst leider damit klarkommen, dass ich ein Haustier habe. Mein Haustier heißt Michael. Dann bitte durchgeben, wo? Auch nicht. Michael, stell dich vor. Ich schlaf nicht. Das ist mein behinderter Pride-Hund. Na, ich war falsch. Mensch. Er arbeitet ebenfalls für Ix Media. Und kratzt sich gerne an gewissen Stellen. Interessant. Und wenn dich was juckt, dann kann ich dich auch kratzen und massieren. Verlockend. Denn mein Name ist Simon Kaiser. Und mit mir eine Ehe zu führen, ist wahrhaftig kaiserlich. Falsch. Du bist Trinz, oder? Bist eh der Trinz. Ich hab einen! Unter der Brücke. Der liegt auf dem Bett und schläft. Es gibt mehrere. Ich arbeite in einem Betrieb, der hauptsächlich nur mit Männern gefüllt ist und einer Frau Steiner. Da ist doch verständlich, dass ich 80% von hier in der Stadt anmache. Steh mal auf. Oh. So, also mein Lieber. Sukkurs, ne? Sukkurs. Gewalt gegen Einsatzkräfte. Unterstütze ich. Warte, komm her mal. Wir zwei haben uns. Was überlegen Sie, Frau Scholz? Nicht. Streicheln Sie Ihr Kinnbärtchen. Warum sehen sie so aus, warum sie so aussehen? Uns können sie es verraten, wir machen eh nicht mit bei der Schnitzeljagd. Ja, weiß ich. Nein, Schauspieler heute nur. Kurze Frage zur Schnitzeljagd. Gehen da alle gleichzeitig ins Wasser? Oder immer nur einzeln? Es dürfen nur fünf. Okay, nur fünf. Ja. Also wir sind vier Leute und fünf wären zu retten potenziell. Alles klar. Solange es nicht wieder so endet wie bei dem einen Schwimmtag. Also ich will nicht ins Wasser. Er ist dieser gut aussehende Mann. Das bin ich, hi. Gut aussehender Mann in meinem Haus. Oh nein, vergessen Sie es, das bin ich ja selbst. Kennen Sie...
Das ist eine Schande. Guck mal, ich schäme mich nicht vor einer Frau auszuziehen, meine Freunde. Ja, jetzt gilt es nur fürs Gegenteil, jetzt werden wir so. Stopp! Nein! Bitte! Ich schwimme einfach davon. Der riecht ganz komisch. Trends riecht komisch? Ja. Noch Fisch oder was? Auch. Ja. Soll ich jetzt jemanden mitnehmen, weil ein Auto abgeschleppt wurde? Oder? Wir haben bei mir Platz. Die Schuhe sind gut. Okay. Ja, wenn der sein Auto noch nicht wieder hat, wir sind zusammen. Na gut, Steger, ich hab die Schuhe vom von der Tagdienstuniform, nicht von der Einsatzhose. Achso. Oh, wer geht mit zur Bank? Ist bei der Bank. Wo fahren wir jetzt hin? Ich hab. Weiß nicht, wo die Straße ist. Ich will jetzt erstmal eine Runde tauchen. Da hab ich viel Spaß. Josefstädter Straße, Kreuzung, Favoritenstraße, da in der Nähe. Ja, das hilft mir jetzt nicht weiter, ich brauch die Postleitzahl. Circa 9240. So, ich schaue jetzt, ob ich euch eine Kettenbahn machen kann. Ich hab's eigentlich versprochen, also. Okay, ich komme. Gut, es war nicht unbedingt eine fixe Versprechung, aber es war eine Überlegung. Ah, Steger. Felix, jetzt Timeout und die Leute doch nicht die ganze Zeit immer. So, ich bin noch mal ganz kurz weg und dann helfe ich euch gleich. Oh mein Gott, jetzt schaue ich gleich. Ist es oben auf der Brücke oder unten? Jetzt sind wir bei 92,53 sind wir hier. Zur Info, wir mit dem schwarzen kleinen Auto hatten einen kleinen Unfall auf dem Weg, wir tun Auto reparieren, dann kommen wir nach. Hast du verstanden? Bleibt jetzt bei 92,35. 92,53. Genau, meine ich ja. Habe ich die geile an. Und wo kann man da rauffahren? Eigentlich musst du dann irgendwo rauffahren, das ist eine normale Straße hier. Das ist ein cooler Move. Bei mir sind hier gleich 92,53 in so eine Seitenstraße. Von einem Höhenretter-Outfit. Ja, stimmt. Ach so, ja, ich war bei 93,52. Ja, das müssen sie sein. Zieh aus.
zieh Taucher-Outfit an. Zieh Schuhe an. Geil. Zieh Maske aus. Gebe ein, / Gloffes. Geil. Tada. Tada. Mega geil. Also zur Info, wir hatten einen zweiten Unfall. Geht's euch soweit gut? Na, einer hat Kopfprobleme gehabt anscheinend. Der Fahrer, meine ich. Also gleich wieder da sein. Wer hat mich ins Wasser geschmissen, während ich nicht da war? Ich nicht. Oh mein Gott. Kaiser? Ja, bitte. Hast du das? Nee. Scholz, wann kommen die? Ich frag gleich mal an. Ja. Oh. Oh mein Gott, sorry. Ja, ja. Ruhig, ruhig. Habt ihr Glück gehabt. Weißt du, wann die anderen kommen, so die ersten Challenger? Das hat Steger mich auch gerade schon gefragt. Ach so, ja, ich habe nicht zugehört. Du hörst nie zu, Kais. Richtig, ich höre nur das, was ich hören will. Beispiel das Ja-Wort, aber das höre ich nicht. Heute. Das beantwortet nicht meine Frage. Wann kommen die? Die will nichts von dir. Also. Wann kommen die? Weiß ich nicht. Warum weiß es niemand? Kannst ja mal ein bisschen schwimmen. Ich habe um dich abzuregen. Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Idee. Ich will mal gucken, was da unten ist. Ich war da lang nicht mehr. Jetzt habe ich niemanden geschossen. Hoppala. Cam denkt sich nur so, ich bin mal wohl kurz weg hier. Cam hatte mal kurz andere Ideen. Sehe einen Mann.
Schanze und ein Wasserfall. Ah. Kriegt mein Headset nicht mehr gescheit auf. Ja, was ist? Typischer Scholz-Moment. Einfach immer irgendwelche Probleme. Mein Ring, der funktioniert nicht so. Ich glaube, ich bin zu schwer. Ja. So, schauen wir mal, ob wir die Cam darauf kriegen. Zugleich. Das ist nicht die Schlitzenjagd zu schwer. Schaffen. Naja. Du. Eigentlich jetzt. Ja, wurscht. Gusch, Felix. Begrüße. Alles gut. Servus. Oh. Typische Scholz-Maske. Yes. Mein Headset ist schon wieder aus. Ja, jetzt sind wir alle hier. Schwarz. Sind jetzt zu schwarz umgehen mit den Flossen. Deswegen haben wir die Schuhe angezogen. Ich wollte nicht so wie Pinguin aussehen. Die Watschelgruppe. Jetzt können wir eine Gruppe von Extremsportlern sein. Stimmt wirklich. Oder Motorradfahrer ohne Helm. Schlecht, die Idee, Motorrad zu fahren. Doch, ich bin nur sofort. So. Ich glaub, die füllen deine Haxen ein bisschen.
Echt? Du hast den Bus gecodert, oder was? Wie hast du mit der Schuhe gemacht? Ja, einfach zieh dir das Dach ab und dann habe ich Schuss oder ja Schuhe. Slash Schuss. Krass, wie viel Weg. Ich hoffe, sie haben hier Handy nicht dabei. Nein, nein, kaputt. Das Handy habe ich schon wieder. Ja, Vorsteiner. Können wir auch machen, ja. Ja, es liegt ein Moped auf der Kreuzung, ja? Die Real Life Scholzi. Ja. Und da ist gerade wer im Wasser verschwunden. Wo schaut der Riegel hin? Das Wasser. Ich hoffe. Wo ist da mal oben? Schauen. Ja, guck mal, du kannst viel Spaß beim Schauen. Ja, und der Rotzbremsen, die entwickelt sich die immer weiter, oder was? Na, die wird gestutzt. Dann so daher, wenn ohne Haber auf ein paar Ferraris, das ist so halt. Genau, die Masse. Ja, so ein der, was sie so mit der Bierdose so eintraut. Ja. Ich komme dann zur nächsten Übung mit dem Hemd, mit der Lederhosen und mit einem eintraten Schnurrbart. Ja. Ah ja. Die Einsatzbekleidung, weißt du. Ja, das nächste Mal vor, wenn ich bin Entiff, da kommen wir mit Scam. Brandstätter! Begrüße! Schlimm, ich habe unterschiedlich lange Haare. Hier sind meine Haare etwas länger. Auf der Seite sind sie einfach voll kurz. Ja, ich schaue mal ein bisschen die Umgebung einmal an. Grüßli, Müsli. Ich würde gerne weiterleben. Tag. Bevor da in Mike's Fitness irgendwer reinrennt, bitte dann sammeln und nochmal absprechen, danke. Ich glaube, die kommen gleich. So. Oh. Nein, oh mein Gott. Ah. Sollen wir uns sammeln nochmal? Ich hab mir Robert. Vorm Mike's Fitness Center. Na, hör mal. Na, hör mal. Sie kommen. Das ist ganz was müssen sie dann da machen? Oh, der Bastel. Spüren. Wo ist die Schimmel mit dran jetzt? Was die machen müssen, keine Ahnung. Wir müssen hier stehen. Die ersten zwei Autos sind gerade schon zurückgefahren. Das müssen wir da machen, was das wäre. Diese Musik. So, wir bereiten uns auf unsere Rolle vor. Was wird das für ein Event? Takt auf Ninja bei Mike's Media mit einer Schnitzeljagd. Und ich schauspiele ein bisschen für die. Yes. Bist du Jenny? Ja, ich bin Jenny. Ich habe Jenny gefunden. Bin wo Jennifer. Soll man hinkommen? Beim Pool. Es regnet Hermes.
Die anderen brauchen, glaube ich, in der Umkleide dann noch ein bisschen. Ja. Ich glaube, dass die oben sind. Oder oben? Bitte, gut gemeinter Rat von mir, legt euch ein Handy weg, weil. Ja, ja, ich mache gleich noch eine Einweisung, bevor hier irgendwer ins Wasser hüpft. Ah, ja, okay. Ja, Handy. Sonst können wir alle einen Gruppenausflug machen. Aber da hätte ich gern, dass alle hier stehen. So, ich geh mal ein bisschen spazieren. Also, wart ihre Anonymität mit der Maske jetzt. Dass wir erstmal mit der Dame reden, vielleicht. Boah, Hermes, wie cool hast ist du dein Handy rausgenommen? Naja, ich hab's ist immer noch so wie früher. Hallo. Guten Tag. Hallo. Was heißt Hose auf Englisch? Servus. Cock. Sind jetzt alle hier? Hose. Hose. Jetzt bitte 24/7 nach einem Autogramm und bitte. Jungs, ihr rennt in die falsche Richtung. Hier vorne steht die Dame. Falsche Richtung, hier vorne. Genau. Hallo? Hallo? Ja, man hört dich. Vielleicht man hört die Frau aber nicht. Ja, ich bin jetzt. Hier. Vielleicht sollten wir erklären, was wir wollen, bevor wir sie alle überrumpeln. Wo ist dein Ex-Freund? Wo ist dein Ex-Freund, Johnny? Oder dein Freund? Mein Ex-Freund? Warum sind deine Augen so verweint? Was ist los mit alle? Hat dich dein Freund verlassen? Mein Ex-Freund, der ist hier gewesen. Der ist hier gewesen. Der Mistkette muss irgendwie rausgefunden haben, dass ich jeden Samstag hier bin. Er kam her, hat rumgeschrien, wie ein Bekloppter. Und hat alle meine Sachen ins Wasser geworfen. Mein oha. Handy, alles weg. Oha, oha. Und ich kann oha. Nicht schwimmen, ich kann sie da nicht rausholen. Es ist alles da was drin. Was mit ihm? Also Jungs, alle meine Sachen sind im Wasser. Was mach ich jetzt? Ist die Ex-Freund da unten? Spring! Bevor ihr reinspringt, ist... Hört ganz kurz zu. Also. Erstens, es dürfen nur 5 Leute gleichzeitig ins Wasser. Dafür sind jetzt hier die Taucher da, dass, falls was passiert, die euch rausholen können. Zweitens, wenn irgendjemand... Nein, die zählen nicht mit. Wenn irgendjemand unter Wasser bewusstlos wird, die Taucher retten den, keine eigenen Heldenaktionen. Euer Handy solltet ihr vorher vielleicht irgendwo in der Umkleide auf dem Boden legen oder so, sonst ist es kaputt. Und ganz wichtig beim Tauchen, wenn, ich sag mal so, wenn ihr denkt, ihr habt noch die Hälfte Zeit, ist schon zu spät. Also sobald ihr merkt, euch geht die Luft allmählich aus und es sinkt allmählich, dann sofort auftauchen. Mhm. Was hat er denn reingeworfen? Mein Handy kurz auf den Boden legen. Er wollte meine Autoschlüssel haben von meinem Auto und ich wollte ihm die nicht geben und... Ja, ich denk mal. Bitte. Und jetzt den Wasser. Alle Sachen, die in der Tasche waren. Ja, ich hilf dir, Johnny, du geile Sau. Kein Problem. Moment, jetzt sind 1, 2, 3 Leute gerade drin. Ihr müsst mir helfen, dann helfe ich euch auch weiter. Ich bin schwarz, ich kann nicht schwimmen. Ich hab blaue Haare. Seht ihr schon reingesprungen? Es sind schon 3 drin. Hoppa, okay. Hoppa mit dir, dann Lydia. Mal, was da so passiert. Ja. Okay, dann sind 4 drin, dann kann noch einer, wenn jemand Lust hat. Ich enthalte mich heute. Scholz, wenn sie Schauspielern sollen. Ich bin für Schwertkampf. Ich bin für Luftgewehr. Obwohl, alles irgendwie will ich mich schon haben. Ausziehen und einen Köpfler probieren. Ihr habt einander Klatsch. Peter, würdest du meine Sachen halten, damit ich einen Köpfler probieren kann? Peter? Peter sagt nein. Peter! Hä? Würdest du meine ich Sachen Peter halten? Peter hat nicht zugehört. Würdest du meine machen. Sachen halten, damit ich einen Kopfleih machen kann? Ja, kann ich machen, kann den Sachen halten. Okay, was kann ich da geben? Eigentlich nur Handy, oder? Handy ist das Wichtigste, dass es nicht kaputt geht. 2, 4, 3? Ja, 2, 4, 3. Ach, Jenny, du alte Sau, wo hast du das hingelegt? Ich hab's nirgendwo hingelegt. Wo ungefähr hast du denn das reingeschmissen? Da ist ein goldenes iPhone! Ich glaube, das ist von dem anderen hier, das hat er gerade auch nicht verstanden. Powerbank oder so? Die gehen nicht kaputt, nur. Scholz, wir haben keinen Schaden, wir zeigen nur noch. Wo ungefähr, Jenny, wo ungefähr? Ja, er hat es irgendwie überall verteilt, er ist hier einmal lang gerannt, hat die Tasche umgedreht und. Ja. Hat das wir schon geschafft? Tja, gute Frage. Also eigentlich müsste man ja sehen, dass unter Wasser was liegt, richtig?
Ich hab nichts. Du hast nichts. Das ist ungünstig. Und da haben wir den ersten. Und da haben wir den ersten. Ich hab's mir verstanden. So, und aus kann ich leider nicht ausziehen. Passt, die machen Köpfler rein, Mann. Warte, ne? Wahrscheinlich schon die Person gern. Ja. Na, leider nicht. Da liegen keine Wolle. Das ist ungünstig. Eigentlich müssten die da unten liegen. Es ist alles da drin. Ja, aber das müsst ihr eigentlich liegen. Warte mal, ich leg hier mal mein Handy dazu zu dem Goldenen und dann muss ich mal selber gucken. Vielleicht geht das im Wasser nicht. Ich hab's getestet. Okay. Es müsste gehen. Okay. Und Nummer 2 da hinten. Riegler. Blutdruck 450 bis 36, Puls 36. Es ist tatsächlich nichts unten. Es liegt aber alles dann drin. Das ist jetzt blöd. Aber siehst du, wenn. Siehst du es denn? Ich sehe die ganze Zeit. Da liegt einer am Boden. Ah, das ist schlecht. Ja. Ja. Rettung, da liegt einer am Boden. Warte, sonst spring ich rein und verteile kurz noch was. Ja, ich schau. Nummer 1 ist notiert. Yes. Neben mir ist Nummer 2. Ah, jetzt. Jetzt sieht man's. Jetzt hat's funktioniert. Die haben auch. Warte, 1, 2, Nummer 3 wird gerade rausgeholt. Blutung am linken Bein. Ich schau mal was voran. Und einer verletzt. Oh, alarmieren Sie nach schlimm Sieb. Ja. Das ist, glaube ich, gerade die bessere Möglichkeit. Blutet zurück. Standen 3 und 4. Sie sich dabei auf den Stuhl. Yes. Was? Ja, ich hab ein Verfahren, so eine Defi mitgenommen. Gibst du mir mal einen Spann? Das ist ein Kunstding. Weil wir haben jetzt 3 verletzte Insassen. Ich auch. Ich glaube auch. Nummer? 1, 4, 5. Aber das habe ich gesehen, Rebecca. Dann ich bitte ein Flaschen habe. Ich war jetzt. Da hat jemand einen Scherben reingelegt. Dann kommen wir her. Da rollt irgendwas vorbei. Oh. gehst du jetzt mal hin? Du kurz den noch machen. Ich lage mal den großen Scheiß da auf Sicht, bitte, wenn sie aufstimmen. Sie bleiben dabei, sie gehen nicht mehr ins Wasser. Nein, draußen. Okay? Nicht mehr ins Wasser gehen. Was hast du gesagt, Lydia? Wie man den neuen Defi findet, keine Ahnung. Hallo? Er haut aber Blutdruck. Was passiert? Also ist er. Was passiert? Los. Ja. Hast du ein Ding fest reset? Na, das haben wir nicht. Zum Tauchen da sein. Das hat die Feier, ne? Das fang ich schon mal gut an. Ne? Alles gut bei Ihnen? Ja, müssen. Ist der Glückszahlchen? Ja, bald. Ist die Luft ausgegangen, ne? 224. Gut, dann würde ich Ihnen gerade mal raten, dass Sie jetzt hier erstmal hier draußen bleiben, ja? Ah, na, so wie es ausschaut, nee. Dass du dir den lang geben kannst. Perfekt. Was? Was ist? Da war einfach nichts. Es müsste was drin sein. Guck mal nochmal. Nee, ich darf nicht. Wir mussten ein bisschen improvisieren gerade. Rebecca? Ja? Das Funkgerät. Wen denn gehabt? Ich hab schon. Anscheinend. Funkgerät Ach du Heilige, was ist jetzt passiert? Sie sind ein bisschen weggeklappt im Wasser. Ich war zu 10, 15 Sekunden unten. Aber er sagt zu mir, ich habe keinen Zugriff. Normalerweise habe ich viel länger Ausdauer. Vielleicht ist dann gerade jemand anderes da, dann musst du es bei einem anderen probieren. Ja, also ich meine, normalerweise habe ich mal genug Sport gemacht und so, aber jetzt, ich dachte mir 15 Sekunden unter Wasser, wird schon nichts passieren. Auf einmal, boom. Na, ich habe ja gesagt, bitte, auch wenn man denkt, man hat die Hälfte noch. Dann ist schon zu spät, vorher auftauchen. Ja, das geht mit einem Schlag. Das sehe ich halt. Ja, aber ich hab deine Funkgeräte, die. Wenn du, ich sag mal, auf dein Leben achtest. Was ist deine Nummer? Die 224. Lässt dann ganz leicht nach. Und sobald du das siehst, musst du auftauchen, weil wenn es zur Hälfte runter ist, ist es schon zu spät. Ja, was? Also ich hab gar nichts gesehen. Wenn du auf dein Leben achtest. Ich hab auch nicht. Weißt du, was passiert da? Sobald das runtergeht, musst du auftauchen. Weil wenn es zur Hälfte runter ist, ist schon zu spät, das schaffst du dann nicht. Wenn ich auftauche, ist es wieder normal, oder was?
Ja, dann musst du halt ein bisschen warten. Boah, bei mir war ein Fehler, ich bin aufgetaucht, wieder runtergegangen, aufgetaucht, wieder runtergegangen. Ja, kurz. Jenny, ich hab deine Bombes. Sind ein bisschen elektrisch, aber. Darf ich wieder rein? Wie viele sind gerade im Wasser? Die sind wichtig. Darf ich wieder rein? Oh mein Gott. Wenn du fit bist und gerade zahlenmäßig müsste es gehen. Momento, Rick. Ja, okay, ich geh rein. Das ist dein Instagram? Ja, sonst noch ein paar leichter letzte. 2F? Jo. Ja. Dankeschön. Bitte. Oh Gott, das will ich. Jetzt erstmal was snacken. Geiles Sandwich. Ist das der Schwimmkurs oder was? Schnitzeljagd oder so sind da was. Boah, geiles Schnitzel her. Schnitzel auf der Schnitzeljagd. Natürlich das Schnitzel bei der Schnitzeljagd. Na, ja. Also ich gönn mir grad mein Sandwich. Er schnitzelt ein Sandwich, ne Mensch, das ist auch eine Kombi. Oh, willst du noch Red Bull? Meine Nusejagd. Oh, ja, gerne. Ah, je. 2,43 immer noch. Ah, die fliegt gerade mit ihm. Bitteschön. Wollt ihr ein Red Bull? Red Bull? Bitte? Willst du einen Red Bull haben? Ich hab ein bisschen was dabei. Nimm her. Na, danke. Okay, passt. Red Bull? Nein, danke. Okay. Mhm. Ein Red Bull, zufällig? Das ist die Männerumkleide hier. Nee, danke. Das klingt nach der Rettung. Achtung! Ah. Ihr Grüße. Ah, hallo. Ihr müsst... Ach je. Perfekt, Anfahrt Eix, Fitness, Jenny. Drei bewusstlose Personen nach. Ich hab dein Eistee. Oh. Was ich korrigiere, klar. Vier ertrunkene Personen. Nein, nicht so hart. Das sind die einzigen zwei momentan. Die anderen waren wir recht mit. Okay, Korrektur 2. Ich muss mir noch eine Sache verschaffen. Ich war einmal ganz kurz im Kopf. Gut. Okay. Alle, die jetzt keinen scheiß Tauchanzug haben, aus dem Wasser raus! Ah, okay, ich werde mich gerne anschauen. Er ist auch so auf dem Taucher um. Ich korrigiere zwei bewusstlose Personen. Er hat eine Verletzung auf der Fuß gehabt, die haben wir ja mit einem Flugverband angelegt. Sie die Damen und Herren ein bisschen entfernen, weil ich konnte mir nämlich nicht mehr betrachten. Halbwegs normal. Ich sehe dann immer andere Werte. Meine Sensoren haben leider eine furchtbare Reichweite. Rick, ist die Verordnung, da gehen wir nicht rein. Sorry. Ach Gott. Hat da hinten eigentlich zu. Habt ihr eigentlich zugehört, was ich gerade gesagt habe? Vielleicht will der Inspektor mal sagen. Dass alle Personen, die kein Tauchgerät anhaben, jetzt aus dem Wasser rauskommen. Ah, sick. Ja. Hier nur 12 meine Dorf, bitte schaut uns alle rauskommen. Naja, kümmere dich vielleicht um die Verletzten, nicht das Plan, ja. Aber das. Nein, weil gleich habe ich nämlich hier noch drei weitere rumliegen, weil die Vögel zu blöd sind, auf mich zu hören. Ja, der Herr hat doch sicher auch. Meine Fresse, ey. Ja, so, voll ab. Danke. Ja, dann müssen Sie doch kurz helfen. Was? Ja. Hello, grüße. Was war mal das? Gut, dann einmal bitte, habt ihr schon Sauerstoff gegeben, oder? Blutdruck nicht messbar, faktisch 9:6, ich mach den ersten Durchgang. Ja, 12, es ist eine Person im Wasser. Der Herr mit den weißen Haaren, raus aus dem Wasser jetzt! Kannst du vielleicht schauen, in meinen Rucksack, mir soll der Beutel drin sein für die Beatmung, bis unser Herr da drüben fertig ist, versuchen wir die Dame zu stabilisieren. Wenn du zwischendrin beatmen kannst, dann wechseln wir uns ab. Jo, kein Problem. Halleluja. Da geht's schon wieder auf. Hier ist wieder was los. Und wenn wir pulsmäßig ausschauen, ob wir besser werden. Jenny, hast du jetzt wieder alles? 33. Liegt noch irgendwas unten? Eine ist die Frage. Nein, liegt nicht unten. Müsstest du. Dann müsste alles da sein. Ja, sieht... Ja, das war alles danke, da. Dann schmeißen wir. Ach du Schreck. Ah, die Lydia. Aye. Ja, Sauerstoff scheint zu wirken. Da haben wir extra noch Taucher hergekommen. Ja, da haben wir schon extra Taucher dabei. 28, 29, 30, passt. Wenn er jetzt da hochläuft und runterspringt ins Wasser, ne?
Ich prüfe mal Puls, du machst den nächsten Zyklus. Ja, aber ich glaube, wir sind schon besser dabei. 80 Schläge. Ja, dann. Ja, wir machen schon. Jungs, runter vom Sprungbrett, okay, aber nicht ins Wasser, reagiert, sondern über die Treppe. Blutdruck 120 zu 18. Was? Na, gut, hören Sie mich hinterher. Dann glaub, hören Sie. Ja, wir stabilisieren uns, Gott sei Dank. Wir werden dann gleich den Herrn Doktor herholen, dass er sich nochmal anschaut. Sobald er frei ist, weil ich glaube, er ist gerade noch gebunden. Sind noch irgendwelche Leute im Wasser? Oder? Ah, sehr gut. Bin ich froh. Kommen noch weitere Mittel von Ihnen oder? Das war aber komisch. Normalerweise also jeder, ja, kann ich relativ lange tauchen, aber diesmal. Meine Damen und Herren, das Schwimmbad ist für heute geschlossen. Bitte das ist noch irgendwer im Wasser von den Leuten. Im Wasser ist keiner mehr. Gut, passiert. Da sind wir froh, dass es jetzt schon besser geht. Den haben wir hier. Stimmt. Jenny und. Ah, ich habe leider deinen Namen vergessen. Wir gehen schon mal draußen. Es ist keiner besonders im Wasser. Oh Gott, ich kann mein Handy nicht aufheben. Einfach liegen bleiben. So. Moment. Ich schau, das ist eine Gut, der Herr kann schon wieder reden, das ist schon. So, ja, gut, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen blöd gelaufen. Was denn auch sonst? Das eskaliert ja immer irgendwie. Ich atme meine Maske langsam ein. So. Alle, denen es noch gut geht, treffen sich mal im Eingangsbereich von der Fitnesscenter. Magst du deine Sachen wieder anziehen? Perfekt. Well, that escalated quickly. Die Antwort ist Scholz ist schuld. Ja, da ja, wird man voll hungrig beim Schwimmen. Das ist euch das aufgefallen? Ich bin fast verhungert. Wie? Alter, was ein Chaos. Da habe ich schon extra Taucher so hergeholt. Und gesagt, dass man gucken soll auf seine Luft. Anscheinend doch nicht laut so laut Plan passiert, oder? Egal, wir sind ja immer noch vier Leute. Ne, wir müssen dann wahrscheinlich über das AKH mal fahren, um die restlichen wiederzuholen. Mhm. Ja, das wird schwierig. Glaube ich, dann alle einzusammeln. Ne, ich glaube, dann haben wir nur zwei Autos und es sind mehr Leute, als wir Platz haben dann. Dann müssen also vielleicht, wenn die Autos haben, fahren zum AKH und holen die hier auch Fahrer waren, ab dann. Okay. Das wäre die Idee. Ich gebe einem von euch schon mal den Schlüssel. Wofür? Die Autoschlüssel, die sich der Robert Cavalier mitgenommen hat. Achso. Ich gebe euch die Ersatzschlüssel. Ich hab mein Auto. Das steht da hinten. So, wem kann ich die Schlüssel geben? Wer möchte sie haben? 213. Alter, was ist hier los? Ich habe aber angekündigt, dass wir hier sind. Ah, Herr Mist, du bist auch wieder da. Perfekt. So. Oha. Als er nach draußen gerannt ist, ist ihm irgendwie ein Flyer vom Hotel Döbling aus der Tasche gefallen. Was ist das für ein Auto? Car not found. Nein, das ist überall so. Das sind der neuen Marken, weißt? Das ist das. Haben wir jetzt alles gefunden vor der Jenny, oder? Ja, aber wir müssen noch auf die anderen warten, dass die ins AKH kommen, dass wir sie da wieder einsammeln können. Hermes, schönes T-Shirt hast du da. Na, danke so. Bitte schön. Ist ein Abbild von mir selber. Oh, sehr schön. Bist du nackt? Auf dem Bild? Schaut aus, als wärst du nackt. Hallo, alles bedeckt, was bedeckt sein muss. Mein Rosenkranz bedeckt meine Nippel und meine Sifferle ist bedeckt von einer Stofffetze. Das ist sehr schön. Das ist Kunst. Ich gehe mich ganz schnell kurz umziehen. Okay. Das heißt, es warten. Ach ja. So, wollen wir. Was soll das sagen? Okay. Auf die anderen warten.
Wollen wir einen Red Bull haben? Keine Red Bull? Bist du? Also die rechts rum. Ja. Die rechts. Welche Nummer? Die direkt an der Tür ist meine. Die 170 machen wir aber schon auf, ja. So. Kommen wir jetzt mit Fahrzeugen bis zum AKH? Geht das auf? Jetzt schon offen. Oder ist jetzt einer von den Fahrern verletzt? Ich habe die Nachricht nicht gelesen im Staatsforum, ob ich noch Interesse habe. Ich habe es abgelehnt, soll ich noch weiterkriegen, weil schon mal was ist. Ich habe noch Essen vom Wiesbauer, jemand kann etwas haben. Ich habe meine Sandwiches. Leute, nächste Station wäre das AKH, dass man die dann das wieder abholt, sobald da sind. Okay. Also auf jeden Fall bei mir kann einer mitfahren oder wir splitten uns. Ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge wir jetzt haben. Ich würde weiterhin beim Hermes mitfahren. Ich habe zwei Platz, ja. Bei mir mit. Ich habe sowieso keine Wahl, ich habe keinen Führerschein. Ja. Yeah. Außer du lässt mich fahren. Ist er mit einem Auto gefahren, der jetzt da auf der Trage liegt? Die sind im Krankenhaus. Oh, scheiße Dreck. Darum wollen wir die ja abholen. Das ist ja, darum geht es ja gerade, dass wir uns auf die Fahrzeuge verteilen und ins Krankenhaus fahren und die beiden dann. Fahren wir mal alle. Tatütata. Das kann mich bestimmt wer irgendwo mitnehmen, oder? Jenny, magst du mit? Bring rein, Jenny. Geht's auf oder hat irgendwie jetzt keine Mitfahrgelegenheit? Krankenhaus. Bitte lebend ins Krankenhaus. Mit Langzeit bis passiert dir nichts. Ihr habt keine Unfall. Mhm. Ganz, ganz sicher. Wir denn aber eher sind wir eher am Krankenhaus als die Rettung, dann bringt uns das nicht so viel. Haben wir so mitgehört? Am Krankenhaus bitte in der Tiefgarage parken und nicht die Notaufnahme zu parken. Oh Gott, dieser Stuhl. Aktuell im AK. Rebecca? Ja? Das ist eine sehr coole Schnitzeljagd, die du dir da ausgedacht hast. Ja, ich hoffe, das klappt so, wie es geplant ist. Weil das war jetzt eigentlich nicht eingeplant. Ich glaube, das hätte man, das war klar, schon bevor wir ins Schwimmbad gegangen sind. Ja, ich auch. Aber bei Rebecca ist echt sehr cool, ja. Und, okay. Und vor allem beim Schwimmen, wenn man das Bein ein bisschen kaputt macht, dann sauft er immer ab. War bei mir jetzt dann so. Warum machst du denn das? Na, es war einfach so auf einmal kaputt, mein Bein. Ja, wahrscheinlich, ich sag mal, Sauerstoffmangel. Sag ich auch immer. Mal. War meldet sich dann so. Würde ich jetzt vermuten. Mensch, Scholz, was macht ihr denn für Sachen? Ich hab nur geschauspielert, ja? Ich hab nichts gemacht. Was? Besatzung, der will auf AX Media tun. Achso. Aktuell im AKH bei der Anmeldung, wir warten auf die Verletzten. Ah, die Lydia. Ist wieder im Funk, dann geht's ja halbwegs gut.
damals hat man gesagt, Scholz war das, deswegen ist es passiert, heutzutage sind das die Filmausflüge. Ja, also, ich sag mal so, ich hab ja die kommen gleich sich prügeln, dass ein paar Spuren aus. Für die habe ich nichts weiter mit Mike's Media zu tun. Könnte ich gar nicht schnell mein Fahrzeug wechseln gehen, weil mein Auto hat eine echt beschissene Lenkung, da ist keine Servolenkung. Da wir gerade eh noch warten. Kannst du mit einem Helm auch mitnehmen, wenn du mit Motorrad kommst? Okay, passt. Tschüss, bis dann. Hast du meine Kleider mitgenommen? Es ist so kalt. Warte mal, ich kann dir hier mit dem Mantel geben. So. Ah, dann hab ich den Pulli noch an. So. Okay. Jenny, du hast das Nudelauch, du brauchst nicht mehr weinen. Und warte mal, wir haben da mal deine Make-up weg. Ich weine schon nicht mehr, alles gut. Oh mein Gott. Ich versinke schon wieder viel zu sehr in meinem Stuhl. Ich hab mich schon gewundert, weil du kannst ja eigentlich ganz gut tauchen. Kommt da winkend rausgerannt. So, das heißt, wir haben alle Verletzten richtig? Keine Ahnung. Fahr mal. Also bei mir war noch einer. Okay, also fehlt noch einer. Nein, ich glaube, das ist nicht der gewesen. Waren es nicht nur zwei? Mit einem weißen T-Shirt. Ich glaube, er musste aber Power Nap. Wer fehlt, ist wer nicht im Krankenhaus. Oder was? Ich war das. Es sind zwei im Fahrzeug tauschen, aber die können ja sonst auch direkt zum nächsten Punkt kommen. Fahren wir mal weiter. Ich hab noch mein Fahrzeug. Das steht noch am Krankenhaus, richtig? Dann müsst. Nicht am Krankenhaus, am Fitness. Dann müsste da einer hinfahren, dass du das holen kannst. Wir haben jetzt unten zwei Autos stehen, richtig? Ja, zwei. Und wir sind 2, 4, 6, 7 Leute. Das eine ist aber nur ein Zweisitzer, oder? Ja. Ich habe einen Zweisitzer, ja. Dann, eventuell, wenn du ihn kurz zurückfährst zum Fitness, dass er sein Auto holen kann. Ihn. Genau. Okay. Und dann wieder her, dass wir noch die restlichen aufteilen können. Okay, gut. Wie viele Stationen gibt es denn noch eigentlich? Also von jetzt zum Hotel Döbling. Und dann geht es eigentlich in die Zielgerade. Hat das wäre jetzt eigentlich geschafft, das Handy oder irgendwas rauszufischen? Also es waren dann alle Sachen draußen, von daher. Okay. Schlüssel auch. Wir haben die Autoschlüssel von der Dame bekommen. Sehr gut. Das ist so crazy, meinen Charakter so zu sehen und nicht mit blauen Haaren. Gehen wir schon mal runter zu den Autos, oder? Weil da müssen wir eh hin. Bevor wir hier rumstehen.
Baba, magst du der Jenny auf deinen Schoß nehmen? Na, wir warten, die kommen ja dann wieder mit ihrem Fahrzeug, dann geht's eh auf. Aber es steht jetzt nur ein Auto da. Ja, weil er, der andere fährt gerade den Kollegen zurück zum Fitnesscenter, wo sein Auto noch steht. Und dann müsste es ja wieder aufgehen. Perfekt, dann kann da nämlich noch einer einsteigen. So. Dann geht's auch. Wunderbar. Also wo fahren wir? Aber wir sind jetzt irgendwie weniger. Nächste Station. Die kommen glaube ich dazu. Was ist denn die nächste? Ich habe die Autoschlüssel von Jenny, ihrem Freund. Ja, ich denke, der wollte ins Hotel nach Döbling. Hotel nach Döbling? Was ist Döbling? Das war jedenfalls der Flyer, den er verloren hat. Ich vermute, dass er dahin ist. Döbling? Döbling. Ah, 7144 Hermes. Reiß mal hin, oder? Ja. Aber. Wo ist denn die nächste Station? Beim Hotel in Döbling. Das ist der Hermes, 71, doch. Postleitzahl wäre 7144 für alle, die es noch nicht gefunden haben auf der Karte. Mal zu. Okay. So, und zwar müsstest du kurz zur Garage. Ich hab's mal. Was machen wir? Einfach beim Hotel mal warten, wir müssen kurz improvisieren. Wenn ich den Mistkerl finde. Hä? Wenn ich den Mistkerl finde. Ja. Sehr ein starker Mann oder? Eher nicht so. Mittlere Statur. Mhm. Dennoch, wenn ich den Kerl finde, dann zeige ich ihm aber, wo der Hammer hängt. Ja. So lasse ich nicht mit mir umgehen. Was hat der gemacht nochmal? Er hat meine ganze Sache ins Wasser gekippt, nachdem ihr meine Schlüssel gefordert habt. Ich wollte ihm meine Schlüssel aber nicht geben. Von meinem Auto. Was waren sie für ein Auto? Das ist ein etwas älteres Auto. Ich weiß nicht mehr ganz genau welches Modell, aber es ist etwas älter. Okay. Naja. Den finden wir eh. Können wir mal sehen. Was war nochmal die Postleitzahl? 7144, dann müsst ihr nur kurz warten, wir müssen gerade improvisieren. Marcel, danke. Oh, ich muss das nochmal hier ändern, wenn ich meine Cam jetzt anhabe. So, jetzt passt das wieder. Ja. Nee. Ich habe mich außer Dienst gemeldet. Warum? Ach so. Ja, alles gut. Ich hab mich außer Dienst gestempelt.
Okay. Ja, ne, alles gut. Gut, dann sehen wir uns, ne? Kein Wie Problem. Läuft die Schnitzeljagd? Wunderbar, außer dass Theresas Oma das Auto geklaut hat. Wer ist Theresa? Außer dass Theresas Oma das Auto geklaut hat. Er macht einfach Sport, Digga. Ja, moin. Einfach random aus dem Nichts. Wie lange braucht ihr? Ein bisschen noch. Bitte um Geduld. Ein Moment, wir hatten gerade einen Bienenfehler. Okay. Es läuft gerade irgendwie alles schief. Oh mein Gott. No. Wir kommen jetzt auch zum Hotel, haben das Problem gelöst bekommen. Meine Güte. Okay. Och, geh zu, Drecksmotorrad. Jetzt. Ich glaube, meine Handschuhe sind festgeklebt, ich kann es nicht mehr aussehen, egal. Nee, egal, lass an. Sorry, wegen der Verspätung, wir hatten 27 Minuten auf dem Weg.
Probier ja, mal. Kein Problem, wir haben probier mal slash reload skin. So. Was denn? Dieses Auto stand hier schon, ja? Darf ich fragen, warum es sogar ein Wiener Kennzeichen hat? Ja, weil der Robert Cavalier vielleicht Wiener ist und es außerdem von der Jenny ist, das Auto. Ah, okay, gut. Mein Auto, ist es da? Ich find den Mistkerl! Ich hab meine Handschuhe immer noch nicht aussehen, egal, passt schon. Da hab ich halt immer Handschuhe an. Sollen wir den jetzt suchen, oder? Okay. Ihr müsst den Mistkerl finden. Passt schon. Aber dass jede Scheibe eingeschlagen ist, außer die Frontscheibe und die Fahrerscheibe. Mach mir meine Finger für den Schreck. Ich habe Hotelschlüssel. Sehr gut. Ich pack den nur einmal kurz ein bisschen da vorne vor dich. Ah, er hat wieder abgeschlossen. Döbling 1. Oh Mann. Schau's mal. Keiner drin, geht nicht auf. Ich hab die Schlüssel. Hermes hat den Schlüssel. Vom Auto. Ja, mach auf, mach alles auf, was du kannst. Baba, magst du mir die Schlüssel vom Auto wieder geben? Was? Ich dachte, die kann jetzt mehr. Also, aber erstens ist das ja das Auto von der Jenny natürlich. Was ist denn deine 140? Sind sie Teil von dem Ganzen hier? Dankeschön. Okay, ich pack es kurz richtig hin. Sprich, komm einfach von oben. Ist okay. Es ist nicht halt. Oh, der kann sich den Schlüssel holen. Party! Das Lager ist gesperrt, falls wir da reinschauen müssen. Den musst du vielleicht aufschließen, du hast doch einen Schlüssel. Toilettenparty! Schön hier. Was ist das hier? Ach, heilige Mutter Maria, da sind viele Fotos drin. Jeder nimmt sich einmal ein Foto. Wo sind Fotos? Wo sind Fotos? Wie nimmt man die Fotos? Der Baba hat alle genommen, der Trottel. Verteil mal, die müssen wir uns ja angucken. Das ist Rust-Angewohnheit. So. Ist wieder im Lager drin. Gib mir auch bitte 1-12. Ja, da war nur noch ein. Wie viel gab's insgesamt? What the fuck, das sind alles verschiedene Bilder. 1-7-0. Ein Strauch habe ich. Wie viel Bilder gab's? Ich war mal auf 226, du. Ja, wenn keiner Bilder bekommt, lass doch mal machen. Mein Bild ist nicht sehr eventvoll, muss ich sagen. Also mein Bild kann ich mir denken, wo es ist, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, ja, ich hab kein Bild. Eins. Das ist gib mir mal bitte ein Bild. 170. Dankeschön. Darf ich auch eins haben? 12? Oder gibt's keine mehr? Ich kann dir meins geben. Ein Busch. Nee. Schau's dir mal an. Schau dir mal das Bild aha, an. Aha, ich hab ein Drehdings von irgendwas drehen. Irgendwas kann man da aufdrehen. Aha. Ja, vielleicht sagt das. Ich kenne mich hier sehr gut aus, wenn du mir das Bild einmal gibst, dann kann ich hier vielleicht sagen. Oder vielleicht schon nicht. Heute wurde ein Bild um 17.19 Uhr von einem Stein gemacht in Penzing. Aha, ich sehe einen Berg. Ich sehe einen Berg. Der sieht aus wie der Mount Gordo. Oh, sorry, tut mir leid. Sorry, war unabsichtlich. Das ist der Rax. Na, es ist nicht. Ich habe ein Bild eine Lampe. Am Kahlenberg heute um 17.20 gemacht. Das ist so eine Statue. Also die Ortsnamen könnt ihr nutzen, die Zeitangaben sind ein bisschen, also die bringen mich nicht so viel weiter. Okay, also Ort Kachelenberg. Ort Benzin, ich glaube, die Statue kann euch am besten weiterhelfen. Ort Benzin. Hier ist Kachle. Was für eine Statue? Kennt ihr die Statue nicht? Es ist so. Das Bild einmal kurz mir und wir gehen. Schau mal her. So, es ist so, weißt du, ja, genau so, weißt du, es ist so, ja. Ja, 170. Bitte schön. Danke. Ist interessant anzuschauen. Da ist eigentlich der Kahlenberg. Steht zwar Penzing, aber da ist es nicht. Jetzt klingt ganz mal spannend. Kahlenberg, das ist in der Stadt irgendwo, glaube ich. Das ist so eine Kugel oben. So eine Stadt, so mäßig. Ist wer will sich das über 50, 21, gib mal her. Was? Gib mal bitte die Statue, will die Statue sehen. Wen soll ich geben? 213.
Okay. Ach so. Wienerberg. Zeig einmal. Auf 226. Das ist das Observatorium. Ja, fahren wir da mal hin. Genau, da hab ich auch gedacht. Ja, und wo ist das Observatorium? Ich weiß, wo es ist. Ja. Ich weiß auch, wo ich. Also, es geht ich jetzt zum Observatorium. Mit meinem fahren, ja. Ja. Okay. Dann lebe ich länger. Ich fahre lieber bei dir mit. Moment, ich muss doch die Schlüssel nach oben legen. Oh Mann. So. Jetzt. 20. Ein Mädelsauto. Sehr gut. Perfekt, dann leben wir länger. Aber das heißt, die Bilder waren gut gewählt, wenn sie ein bisschen gebraucht haben. Oben am Observatorium, bitte wir warten, bis alle da sind. Also auf mich warten. Bist nicht so da? Das habe ich mir jetzt fast gedacht, ja, bis dass ihr schon da seid. Wie schnell sind die da bitte hochgefahren? Ja, der ist vorhin mit 240 hier durch. Lage. Wuppa, der sagt doch was, wenn du überholst. Das war knapp. Bei mir hat's wohl Glückgeschäft gegeben. Ja, bei mir auch. Bei mir nicht, komischerweise. Okay, dann hatten sie Glück. Hermes, bitte noch einmal funken. Du funkst angeblich die ganze Zeit. Jetzt funkt er die ganze Zeit. Ha, nicht mehr. Ich hoffe, ich mach's. Oh. Hm. Leute! Wir haben einen Verletzten, kurzer Zwischenstopp bei 50-20. Zum Glück haben wir dich hier. Was passiert? Genau bei der Kurve. Ruft einer die Rettung. Ich stelle das Motorrad ein bisschen an. Ja, am besten. Prüf meinen Blutdruck. Und alle weg von der Straße am besten. Mhm. 58 ist 38. Das ist ein bisschen niedrig. Aber Puls hat er noch. Meine Vermutung ist, erst die Leitplanke. Zweitens nicht das Auto ist dann zurückgeprallt. Und währenddessen ist er hier vor. Hat wer die Rettung schon gerufen? Nee. Negativ. Dann ich schreib mal wieder einer. Wer macht das jetzt? Ach so? Ich mach's. Wer will? Sehr gut. So, der und noch ein kaputter. Seitenlage. Es ist so lustig, wenn man einen deutschen oder einen österreichischen Dialekt nachmachen will. Halt's Maul. Hermes, wir haben den Verletzten. Das könnte ein bisschen dauern, bis die Rettung da ist und sich drum kümmern kann. So, Berufsrettung Wien. Ich hoffe, der Notruf wurde jetzt wirklich gesendet. Nicht, dass es dann wieder mal nicht geht. Ja, wenn Stand Notruf gesendet. Wie bitte? Stand der Notruf abgesendet? Da hab ich es nicht gesehen. Stand da direkt oben. Stimmt. Okay. Ist ja so ein fettes grünes Feld, was da das dann da steht. So kurz vorm Ziel. Was sagt der? Wer kann denn da eigentlich nicht fahren und baut jedes Mal Unfälle, Mann? Ja, ich glaube, da muss man Nachhilfe bei dir nehmen. Soll ich dir einen Stuhl geben, wenn du dich schon hinsetzen willst? Nee. Ich hab einen dabei. Ich will in Ruhe meine Sammel essen, Mann. Hier ein Stuhl. Lauf mir, ich will Roman in den Sammel essen. Also ich kann rein.
Ah, hab ich gerade schon die Rettung gehört? Ja. Okay, das ist gut. Ne, wenn nicht, hätte ich das keine Spanner kommenden Zelt aufgebaut, weil ich habe mein Motorrad im Zelt drin. Kann ich den Sessel benutzen? Na, Zelte sollte man jetzt nicht verwenden. Okay. Er hat ein Zelt in seinem Motorrad. Ich glaube, die kann man auch momentan nicht verwenden. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich habe einfach nur eins in meinem Motorrad. Wenn ihr euch an die Fallschirmflüge ohne Fallschirm unterirdisch erinnert, waren wahrscheinlich deshalb. Ja, hallo. Wir müssen mal 2 Sekunden, ja? Alles klar. 21, 22, 23. So, bitte. Der Herr lag hier, das Auto stand ein bisschen quer auf der Straße, bewusstlos, haben wir eine stabile Seitenlage gelegt und ich habe schon ein bisschen was erst versorgt. Super. Erste Hilfezeug, was wir haben. Keine Ahnung, vermutlich aus dem Auto geschleudert, fallen. Wir kamen erst später dazu. Okay. Super. Rebecca, bist das du? Ja. Neue Frisur? Ja. Perfekt. Weiß irgendwer deinen Namen? Hervorragende Frage. Okay. Ja, können Sie mich hören? Ja. Das kommt bei uns Rettung Wien. Was ist denn passiert? Ich bin aus dem Auto geflogen. Sie sind aus dem Auto gehüpft? Hä? Nochmal? Sie sind aus dem Auto gehüpft? Nein, rausgeflogen. Okay, haben Sie jetzt Schmerzen? Ja. Wo? Oh nein, ich erinnere mich, komm hoch mit dem aus dem Auto fliegen. Taxi beim mein rechtes Bein und mein rechter Arm. Da hat das Airbag einen auf dem Auto geschleudert. Das Skala von 1 bis 10 und 10 der stärkste Schmerz ist, den sie in ihrem Leben je gespürt haben. War das zu viel? Gerne doch. Nochmal? War das jetzt zu viel? Was zu viel? War der Satz zu schnell? Ja. Okay, wie stark ist der Schmerz? Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 der schlimmste Schmerz ist, den sie je gespürt haben. Ich hab gar nichts gemacht. Hallo Luca! Ich würde sagen, 5, 6. Ist es aushaltbar? Ja, ich denke. Ich glaube auch so, wie sie mit mir nochmal reden, ist es aushaltbar. Gut, haben Sie irgendwelche Allergien auf Medikamente? Normal? Haben Sie irgendwelche Allergien auf Medikamente? Nein. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente dauerhaft ein? Nee. Irgendwelche Herz-Lungen-Vorerkrankungen? Nee. Super, perfekt. Ich würde sagen, wir fahren in Sakaha, oder? Sind Sie da dabei? Ich hab gerade irgendwas kaputt gemacht. Perfekt, super. Sonst noch irgendwer verletzt? Weil ihr da alles. Nein. Nee, wir sind allein gefahren. Wir sind gerade hier dazu gestoßen. Naja, wir sind so halbert dagegen geknallt, aber Schnitzeljagd. Und leckere Schnitzel. Ja. Rebecca, willst du mir helfen? Mach ich. Nimm den Kopf, okay? Okay. Du. Auf 3, okay? Nein, ich bin soweit. 1, 2 und 3. Aber Döner ist geil. Das Döner Kebab. So, dann können wir noch unterlegen. Dankeschön. So, dann kriegen wir noch ein paar Kunden. Dann könnt ihr mal alle wieder einsteigen. Dann fahren wir hoch, dass die anderen gar nicht so warten müssen. Ist hier die Todeskurve? Wir? Hier ist eine Todeskurve, passt. Wenn man so sagen kann. So. Hermes, wir kommen nach oben gefahren. Stabil, stabil. Gut, das mit der Cam funktioniert jetzt nicht, dann... Ja, hier oben ging's. Rechts, genau. Ah, er lässt mich vor, sehr liebe Einwohnerfahrer. Jetzt passt es. Nein, es passt nicht. So. Ja, ich habe wieder alles kaputt gemacht hier gerade. Oh, synchroner Ausstieg. Da sieht man, die sind verbunden, die Zwillinge. Ja, da genau. Sieht man die Zwillinge, ja. So. Die anderen müssten auch gleich hochkommen.
Sensor ihr Motorrad gefunden? Fliegen die dauernd vom Motorrad runter? Nee, die zwei waren ja auf dem Motorrad, denen ging's gut, im grauen Renault. Auto. Was, der ist im Auto kaputt gegangen? Teufel, Maria. Der ist rausgeflogen aus dem Auto. Ja. Also, du bist jetzt ganz schnell. Hat der nicht gelernt in die Fahrschule oder was? Die erste, was meine Fahrschule nennt, die erste ist, musst du die anschneiden, bevor du in die Motor startest. Hermes, wir zwei sollten Fahrlehrer werden. Du sagst, Hermes, dass er anschnallen muss und ich sag, dass er langsam fahren muss. Genau. Wer bremst, verliert aber. Das ist der, that's the spirit. Das ist der Geist. So muss man fahren. Gut. Habt ihr da oben schon gesehen? Jo. Ja, davon wird ein Bild gemacht. Ich wollte es erklären, das ist so ein Ding, weißt du, mit so einem Ding. Für Bilder? Keine Ahnung, ich habe nur was gesehen. So ein Drehverschluss und so Lampe. Hügele dahinter. Vom Klo. Vom Klo, glaube ich. Was für ein Klo? Habe ich keine Foto. Nein, nicht Klo, so eine Wand beim Klo, weißt du? So eine weiße. Also ich habe vorhin, ich weiß nicht, ob er das Bild mitgenommen hat, aber ich habe vorhin auch einen roten Blumen gesehen. Blume? Also vorhin hatte einer ein Bild mit roten Blumen. Mondblume? Mit roten Blumen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der ist, der im Krankenhaus gelandet ist. Kann sein. Da vorne. Ich schieb das ganze Auto. Blume! Da hinten sind auch rote. Rechts, links oder rechts? Baba, vielleicht lässt du das Motorrad hier. Ist es da hinten? Fahr ich richtig? Also hier sind auf alle Fälle rote Blumen. Zurückgehen, bitte, danke. Immer blond. Ja, das ist nur zum Schauspielern für die Schnitzeljagd. Dann sperr dein Motorrad halt zu. Ich ändere das nachher wieder. Es ist kein Diebstahl, wenn es okay ist. Es ist nur eine unrechtmäßige Entwendung. Für die sozusagen ich die. Ich wollte mein Motorrad mal runter. Ja, es ist. Es ging darum. Ich hab keine Ahnung. Was haben wir noch für Bilder? Ich hab's vergessen. Aber ich sollte auf jeden Fall für die eine Kleinigkeit spielen. So, die Jennifer, die von dem Ex-Freund überrumpelt worden ist, der ihre Schlüssel gefordert hat, daraufhin, nachdem sie die Schlüssel nicht rausrücken wollte. Daraufhin. Wurde die Tasche im Schwimmbad ausgeleert? Das ist ein Funk, du musst jetzt rein. Ja. Da, so an der Wand war auf eine Funk. Ich spiel halt die Jennifer. Genau, das hab ich auch gesehen, das meinte ich. Ja. Diejenigen, die nachkommen wollen, können den Weg gehen, den wir jetzt lang gegangen sind. Da ist, da geht's weiter. Beim Observatorium den Wanderweg hoch Richtung 5021 für alle, die den Weg nicht mitbekommen haben. Genau. Ich hab's gefunden, da rechts sich das Ventil da zu drehen. Ja, dann warte erstmal, dass alle nachkommen, sonst. Das haben nicht alle so viel Ausdauer. Wo befindet sich das? Ja, warte da mal bitte und bleib da mal kurz stehen, dass alle nachkommen. Wir sind jetzt bei 5021. Nicht dazu. Ich glaube, wir müssen da weitergehen unten in die Park, sind Leute unten. Oh! Warte. Still liegen bleiben. Was geschieht hier schon wieder? Ja, lass uns nicht runterrennen, sondern von oben gucken, nicht, dass das der ist und dann abhaut. Hat jemand irgendwie ein Ferngleit? Ich habe ein paar Bilder verteilt, ihr wisst, wie er aussieht. Ich weiß leider nicht, wie ich er aussieht. Ich habe nur Dave zum Ranzoomen. Jetzt mit der Handykamera? Ich glaube, mit der kann man ranzoomen. Ja, das will ich gerade auch herausfinden. Ja, man kann ranzoomen. Oha. Ein alter Knacker und einer mit Glatze. Ein alter Knacker und einer mit Glatze. Und noch mehr Leute.
Da, die sitzen auf der Bank, den müssen wir uns anschauen. Ja, ja. Ich, na, der da hinten, da oben. Ah, da hinten, im, da am hinten. Gebüsch, am Gebüsch links ist jemand so verdächtig. Ja. Sieht der aus wie der? Nicht hinrennen, sonst. Das ist er, den holen wir uns! Na, warte, dann rufen wir die Polizei dazu. Das wollten die doch beim SPK. Moment, ich rufe an. Ah ja, selber Hut, da ist er, der Mr. X. Nein, warte, Hermes, ich ruf an, ja. Sonst haben wir hier... Mann, schnell, ich hol ihn! Guten Tag, Hermes, hier bleiben. Guten Tag, ich brauche die Polizei, wir haben hier den Gesuchten gesehen, bei 5021. Ich schlag den her! Wunderbar. Hermes, kommt doch rein! Nicht verletzt, oder war das nur bei dir? Pass auf, dass du nicht auf dem Weg zurück runterfällst. Jetzt müssen wir unseren Job machen, und zwar uns positionieren und die Kamera gezückt halten, Handys gezückt halten für spannende Bilder. Die Polizei ist auf dem Weg. Kannst gucken, von wo wir aus einen guten Blickwinkel haben. Ich schleiche mir mal an. Aber nicht zu nah ran. Ich hab nicht mein Handy dabei. Das ist das Belastende. Funk ist lauter als du in den... Lauter ist er. Der Funk ist lauter als du, den Rest hat man nicht verstanden. Hast du da? Ja, ich sagte, die Rebecca hat sich halt um ihn gekümmert. Haben es nicht, dass du den nicht verscheuchst? Oder wer auch immer da drüben rumrennt? Das sieht mir nicht. He is the sneaky biggy man. Wer da hinter der Mauer steht, sollte sich vielleicht hinter die Mauer ducken, nicht dass er dann wegrennt. Der mit dem blauen Pulli, oder? Der mit dem blauen Pulli, oder? Das war der mit dem weißen Pulli, der ist ein bisschen blöd, der kann sich nicht anschleichen. Ich weiß natürlich gar nicht. Warum hast du keinen? Ich glaube, ihr habt ihn nervös gemacht, der läuft ein bisschen komisch hin und her. Es kann sein, dass er sonst sieht. Ja. Er hat das Handy rausgezückt. Hat sein Handy draußen. Ja, was kommt, die Polizei mit Sirene? Polizei kommt! Er läuft! Er hat ein Wegfahrauto. Er läuft! Holen wir uns! Leute, lasst den... Stopp, Hermes, nicht! Zurück, Leute, das ist nur ein Spiel, bitte zurückbleiben, Hermes. Danke. Er gibt die nur am Auge! Ich glaube, wir sollten mal... Ja. So. Don't fall. So, wer von euch beiden ist jetzt Rebecca? Ich bin's nicht. Okay. Rebecca! warte, ich muss den Hermes, wie er da fotografiert, Moment. Spielt er sozusagen den Dings? Das ist Robert, genau. Gut. Bin ich am überlegen, ob ich das Spiel so, ey, du, was fällt dir ein? Ich weiß nicht, inwiefern er da darauf vorbereitet ist. Ich glaube, er ist nämlich nicht vorbereitet. Nicht vorbereitet. Also einfach rein da. Ich weiß auch gar nicht, ob die Witze mitnehmen. Ich glaube, es reicht langsam mit dem Bildern, oder? Schont eure Speicherkarten. Also wie es aussieht, haben sie unlimited Speicher.
Dieser Online-Cloud mit 2 Millionen Gigabyte. Oh, das ist er! Genau das ist er! Das hat er verdient! Verdient hat er das! Das fällt ihm eigentlich ein, mit sowas anzutun! Aber wenn sie wüssten! Ich sollte wirklich nicht übertreiben. Das war sehr gut gemacht. Ja, gut gemacht, Jenny. Gut gemacht. Dem drehe ich noch die Kehle um. Fahren wir? Oh je. Na gut. Wenn ich den nochmal in die Finger bekomme. Wir melden uns dann für eine Pressekonferenz. Die Barbara hat... Ah, sorry. Hey. Alles gut? Pass auf! Ah, oh, meine Brust weh. Ja, das wird schon wieder besser. Ja. Nein, Fahrzeugstellung ist aktuell immer noch niedrig. Nee, der wurde nicht mitgenommen. Bist du zurück? Oder Achtung, was? Lasst euch nicht überfahren, Leute. So, guck mal, das ist das Ende. Ganesha, was hältst du von den beiden? Sollten wir die einstellen für Fotos? Unbedingt. Sehr ehrgeizig. Ist das Auto das Geschenk, das wir ihn gefunden haben? Oh, nein! Auto! Jungs, raus aus dem Auto! Ah, bist du deppert. Also, wenn man sagt, Wien ist anders, meinen sie es ernst. Wien ist wirklich anders. Das ist so. Das ist wirklich so. Wien ist anders. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft und Liste X gefunden. Was ist das Kopfgeld ist, wir fahren jetzt zurück. Ganesha, ist der Wiesbauer noch da? Ich gehe nicht im Konto. Ah, dann würde ich sagen, wir fahren zurück und gönnen uns alle was beim Wiesbauer. Genau. Und für euch, die Teilnehmer hier von der Schnitzeljagd, übernehme ich auch die Essensrechnung. Oh, stopp, danke, danke. Aber keine 50 Stelzen, ja? Ich gehe erstmal zum Friseur und hol mir. Mach mal noch eine 50. Okay, ich gebe die Perücke zurück. Wisst ihr was? Im Journalistenleben würde jetzt folgender Schritt kommen. Wir fahren alle zurück, setzen uns ins Büro und schreiben jetzt 5 Stunden an dem Artikel. Genau. Oh. Können wir den machen die Lehrlinge. Zum Nein, zum Auto. Der hier bleibt hier nicht stehen. Mehr zu Fuß. Der bleibt hier mein stehen. Auto ist steht. Das ist meins. Komm. Ich dachte gerade, die wollen damit hochfahren. Ich wieder hoch zum Observatorium. Ebenfalls. Komm mit. Ist es schneller, wenn wir Straße laufen oder fällt also diesen Weg? Straße, oder? Es wird 3 Damen laufen. Oh, da ist ein Taxi. Wo kommt das Taxi jetzt her? Ich habe jetzt erst bemerkt. Ganesha, wie viele Sitzplätze hast du? Hallo. Wieder? Hallo. Hörst du mal 50, 20 hochfahren? Wie geht's Ihnen? Ja, immer super, und wir? 50, 20, okay, Moment. Ist da noch Platz im Auto? Einen hat er bestimmt, ja, oder? Bei mir Platz. Gut. Ich stehe da. Sitzt er? Achso, egal. Na gut, ich lauf dann. Kommt noch wer? Nö, nee? Ich glaube nicht. Okay. Wo fahren wir jetzt hin? Zum Haku, ich würde dich zu deinem Motorrad okay, fahren. Okay, ja, dann Fitness. Ne, warte. Achso, wo steht ja, denn? Doch, Fitnessstudio steht mein Motorrad. Okay, Fitness. Passt. Sofern Wien es nicht geklaut hat. So. Doch, Wien klaut in letzter Zeit gerne auch. Ja, ich weiß. Leider schon ein paar Mal miterlebt. So, meine Arbeit ist getan. Ich habe geschrien, ich habe gemeckert, ich habe gemotzt. Sehr gut. Alles, was sein musste. Ja, auf Tag der offenen Tür ist gelungen, würde ich mal sagen. Das denke ich auch. Wir haben einen neuen Bewerber bekommen. Ja, das ist doch schön. Wobei ich denke, der 13. Legion geht es ein bisschen besser. Wir haben gestern 4 neue bekommen. Nein. Wir sind mittlerweile 15. Oder 14 irgendwie. Puh. Ich habe nur die Liste von der Stadt Wien gesehen. Da hat mir gedacht, so, what the fuck? Wie? Ist Gott der Ganesha. Wieso rennst du mit nur die Pampa? ja, wir suchen gerade Orte, ob
und schauen, was da so gibt in der Gegend, die und die Theresa. Orte so. Sucht ihr. Auch in Ordnung. Ja. Gut, viele Wolken. 81, okay. 44. Lol, einfach so random. Von dem Zufall einfach, dass du da zufällig vorbeifährst, während er hier irgendwas sucht. Und hat sich wer wehgetan beim Tauchen? Psst. Das sind Geheimnisse. Oder ist alles gut gelaufen? Es ist soweit alles gut gelaufen. Sehr bis schön. Auf. War okay, mein Moped steht anscheinend wohl nicht mehr hier. Gut. Dann, ja. Nichts mehr da? Nee, nichts mehr da. Okay. Nichts mehr da. Dann du musst du die Regierung fragen. Ja, bevor wir Regierung. Dann machen wir X-Media-Haku. Ja. Oder? Boah, ist hier noch ein Friseur irgendwo auf der Ecke, dass man da noch schnell vorbei huschen können? Dass ich die Perücke zurückgeben kann. Friseur. Ah ja, ja, können wir machen. Weil dieses Blonde, das ist. Nee, ich bin Scholz, ja? Das, ich und blond. Wer ist denn die Frau Scholz? Weiß ich nicht, ich bin doch Jennifer. Ja, hallo? So. So, ich bin sofort da. Jo. Abmarsch. Toll. Danke, Charakter. Ah! Wenn man die Friese wieder raussuchen, die ich hatte. Also eigentlich passt das ja. Nein. Nein. Tut es nicht. Achtung, geistfacher Ureinwohner unterwegs. Wo fahr denn jetzt hin? Wieder zu die X-Media oder was? Genau. Aber ich bin schon langsamer unterwegs. Drück mal auf die Turbe. Ich halte mich lieber an die STVO. Boah, sagt Gas geben. STVO ist 88 km/h innerorts. Ist das mein Ort? Nee. Also ich gerade schon, ich weiß ja nicht, wo du lang fährst. Ich bin wieder ja. Ich. Bin wieder Scholz, wie man sie kennt. Wer sind sie? Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Wo ist die andere Frau hin? Und die andere Frau habe ich da drin. Warum liegt die Stroh? Ist nicht in echt blond. Sehe ich danach aus? Warum habe ich eine Maske auf? Nein, ich habe tatsächlich keine auf. Nein, ich habe keine Maske auf. Uh-uh. Hallo Paddel! Oh, wuh, Blitzer. Wusch. Achtung, Blitzer. Ja, das kam zu spät. Ich wollte diese Weisheit mal mitteilen. Gut, so mal ein Viertel meines Lohns abgedrückt. Mach dir nichts draus. Ich habe auch noch Blitzer im Wert von 12.000 Euro offen. Ahu? Gut, 13.000 Euro. Ich teile meine direkt. Ich nicht. Weil ich weiß, dass Fabi dann später eh wieder einer dazu kommt. Nee. Ahu, stimmt, die Pole ist da. Ich würd's nicht tun. Wie viel Angriff? War ich. Nochmal Glückwunsch zur bestandenen Streamer-Probezeit. Dankeschön. Hello Müll, wir kommen gerade als Gruppe wieder zurück. Also kommen gleich noch ein paar Leute. Ja, richtig. Grüße. Hello. Darf ich mir vorstellen, das ist der Herr Revierinspektor Danger, normalerweise unsere Funkstelle. Er hat heute die AK verlassen, um mit mir an dem Event teilzunehmen. Ich fühle mich hochgeehrt. Ja.
Na dann hereinspaziert. Begrüße. Wer hat denn da zugesperrt, hey? Was ist das für ein Tag der offenen Tür, wenn die Tür zu ist? Tag der geschlossenen Türen. Tag der geschlossenen Türen. So. Also, hier haben und wir den Wartebereich und den Empfang. Wir arbeiten tagkräftig. Tag sieht wieder aus wie der Scholz, das gefällt mir. Ein paar Mitarbeiter. Ein bisschen kopflos, aber das ist nichts Neues. Hauptsache, da ist offen. Naja. Das ist so klar. Die Haupttür muss geschlossen sein. Das hat wieso ist jetzt gesperrt. Zu? Ich habe nicht zugesperrt. Ich bin ja noch reingekommen. Das ist mein Büro. Kann das sein, dass ihr Kollege der Vorgänger ein paar Dokumente noch übrig gelassen. Ich glaube, du flüsterst, Herr Kollege. Ja. Du müsstest kurz ein bisschen dich lauter äußern. Ja. Achso, er redet. Ja, jetzt höre ich auch was vom Kollegen. Ich flüster immer. Tut mir leid. Da, mein Büro mit vielen Akten und einem Gemälde, das hat mir die Consuela gebracht. Und die Österreichsflagge. Bitte beachtet die weiße Ledercouch, ich finde das sehr gewagt. Natürlich. Immer weiß. Das ist ein Leben. Ja, setz die bloß nicht hin mit der dunklen. Ja, die staatlichen Subventionen, die zahlen sich aus. Die machen das möglich. Ja, ja. Ja, ist bequem. In Probe sitzen. Das macht jetzt ein Copyright. Und dann ich habe die letzten Tage keine Copyright-Warnung bekommen. Ich glaube, das Chefbüro ist schöner als das bei uns, oder? Ja, allerdings, gell. Da haben wir das Großraumbüro. Boah. Bisschen narrisch. Der Newsroom. Da arbeitet alles tagtäglich dran. Da muss sogar die Consuela sitzen. Mir kommt vor, dass das hauptsächlich Asiaten sind. Ist das Zufall? Das ist reiner Zufall. Absolut Zufall. Das ist nicht irgendwie aufgrund des niedrigen Preises der Mitarbeiter. Was, Respekt? Die Dame schaut schon relativ alt aus. Ja, ja, das ist Consuela. Auch unsere Putzfrau und gleichzeitig Ghostwriter. Schau, wie sie lächelt. Die hat was drauf. Ich bin froh, hier zu arbeiten. Ja, ja. Ja, hoch. Weil die sagt immer, war schon vorher kaputt, nachdem sie irgendwas kaputt machen. Aber ich kann ihr nicht böse sein, weil die Hacke ich gerade. War schon vorher kaputt. Das hat jetzt sein müssen. Er hat mein Wort im Mund. Oh, ich hab Pizza schaffen. Kaffeemaschine haben wir da auch und irgendein Wahlvertreter von Van der Bellen hat uns da geliefert. Den habt ihr auch genötigt bekommen. VB könnte alles Mögliche heißen. Ja, ich weiß nicht, was VB heißt. Ein paar Leute haben gesagt, VB heißt Van der Bellen. Haben wir das mal adaptiert. Aber dann mache ich da aber zu, weil im Großraumbüro hat sonst keiner was zu suchen. Kaputt, dein Wort. Und dann ja, deswegen, er nimmt einfach mein Wort im Mund. Kommen wir in unseren Pausenraum, aka den Safe Room. Da haben wir die Saves mit den ganzen Akten zu jeweiligen Personen von Interesse. Mir auch. Vielleicht. Ich will nicht wissen, wie viel von mir da drin steht. Ich glaube, der Ganesha weiß, was das über jeden von uns. Die bekannten Details. Ja, das glaube ich auch. Gehen wir jetzt aufs Dach, dass wir dann runterspringen, oder? Ja, wenn sie das möchten. Aber du unsere Versicherung. Ja, nur wenn unten eine Matratze ist. Hast du einen Fallschirm für mich? Also, mein Defi ist voll aufgeladen, gell? Heliport. Der Heli fehlt. Ah. Wo ist denn der Hubschrauber? Ich wollte gerade sagen, ich habe schon gesagt, ich mache mal da eine Übungslandung mit der Libelle. Ja, hey, warum nicht? Ich brauche nur einen Co-Piloten. Wie schaut es mit deiner Flugtauglichkeit aus? Also, ich habe vor 35 Jahren einen Test absolviert, habe ich ihn bestanden. Ja, ich glaube, dann sollten wir vielleicht beide ein bisschen üben gehen, was hältst du davon? Puh. Und dann fliegen wir daher mit der Libelle auf einen Café zum Herrn Ganesha. Glaub, das sollte ich lieber am Computer üben, bevor ich da was kaputt mache. Und da unser Happy Plakat da, das ist so ziemlich das Beste, was wir je bekommen haben. Ich finde das irgendwie ein bisschen. Es ist zwar schön, aber es ist ein bisschen leer. Cool. So ein kleines leer? Gruppenfoto von euch da drauf, das und dann die Überschrift, das hätte doch eher was, oder? Das wäre echt nett, muss alle drei Tage wieder aufklettern und ein Kreuz machen auf Leute, die es nicht mehr gibt. Da müssen wir dann updaten und dann ist wer drauf, der nicht mehr drauf sein will und dann so haben wir das Corporate-Logo. Ja, oder vielleicht so, ich weiß ja nicht, weißt du, so ein bisschen mehr irgendwie, das sieht so leer aus. Naja, aber wenigstens ist das Logo drauf. Ja, wenigstens. Wenigstens das ist sehr schön, oder? Überwachungskameras haben wir natürlich auch. Die haben wir bei uns daheim komischerweise auch.
Wahrscheinlich auch in den Umkleiden. Nein, das geht nicht. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Oh mein Gott. Wir haben nicht einmal Umkleiden. Ihr habt keine Umkleiden? Nein, nein, wir kommen ja in Privatkleidung. Was gibt's bei uns zum Umziehen? Ja, Ninja, dich erkennt man auch aus 3 Kilometern Entfernung, wenn du schon kommst. Wenn da ein paar schmutzige Details ausgegraben werden, hängt vielleicht auch das Kommando ab. Das kann sein. So, den Zugang zum Dach muss ich aber zusperren, weil wenn sich der jemand runterhaut, dann möchte ich nicht dafür verantwortlich sein. Was ist da drin? Seid wenigstens schnell da vor. Da ist eine wunderschöne zugeschweißte Tür, wenn du reingehen möchtest. Achso, okay. Da war meins. Ich hab nichts gesagt. Aber wenn du nach rechts gehst... Zubau. Ist richtig. Wenn du nach rechts gehst, hast du unsere wunderschönen Toiletten. Nein, das ist eine zugespeiste Tür, aber da hast du... Achso. Ja. Ah, da kann die Kamera finden. Alles frisch renoviert mit den neuesten Hairdryern. Ach, nee, geht nicht auf. Nein, leider geht nicht da. Aber wir haben funktionierende Automaten. Zumindest haben sie das letzte Mal funktioniert. Ja, nein, funktionieren noch immer. Die Automaten funktionieren? Oh. Ja, ja. Hoppla. Ach, tatsächlich. No. Ein Wahnsinn. Das sind alles Gemälde von Consuela. Ab und zu glaube ich zwar, sie hat es aus dem Museum gefladert, aber... Ja. Schön, dass ich mir da gerade was rausgeholt habe, ohne mir etwas rauszuholen. Ja, sie mag moderne Kunst offensichtlich. Scheinbar, weiß ich nicht. Aber die ist für die Reinigung und die Ausstattung von Deko-Objekten zuständig. Ich glaube, die mag Rot. Ziemlich gerne. Das gemalt hat ihr, wie heißt das, ihr Onkel oder Cousin, weiß ich nicht, was das war, Jorge. Ach du Heilige. Jorge und seine Kollegen haben ausgemalt. Alle aus Spanien oder aus Südamerika, hm? Ich glaube, da ist gerade eine Wasserleitung gebrochen. Das glaube ich auch. Ein Ureinwohner und ein Hydrant, das gibt's öfter. Oder nicht? Ei. Ninja. Wieso könnt ihr da nicht raus, aber ich kann da rein? Wenn du draußen... Auffällig intensiv in der Farbe Rot gehalten, das alles. Ich hoffe, das macht nicht... Sein Büro, eine rote das macht sich ja aggressiv. Also mich macht das langsam schon ziemlich narrisch, dieses ganze Rot hier. Also ich könnte hier nicht arbeiten. Ja, das ist unser... Ist doch total entspannt. Corporate Design. Wieso geht die Tür nicht auf? Ich sag aggressiv, ich habe Angst, dass ich wieder eine übergebraten bekomme. Du bekommst keine übergebraten. Bleib einfach weg von ihm. Kannst du zu mir setzen? Probieren wir es vielleicht mit aufschießen, das funktioniert sicher. Na geht bitte, aber können wir da rausgehen? Dann muss ich was schreiben, sicher nicht. Ja, ich kann da nicht rausgehen. Hey, du bist doch draußen. Ich bin drin. Wenn jetzt du da durchgehst, bist du bei mir draußen. Die eine Tür ist generell zu. Hab ich beide Türen zu. Okay, ich glaube. Nee, geh mal durch die linke Tür. Links? Jetzt ist zu. Ah, was machst du denn, Herr Kollege? Ich glaube, das ist ja gut, dann müssen wir probier das gehen. Aus. Let's go! Sehr bequem. Ich leg mich da nicht hin. Ja, ich glaube, wir müssen gehen. Weiß man nicht, wer da schon klingen ist, Alter. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Entschuldigung. Reflexe. Wahl. Reflexe. Im Michael Jordan ist da schon mal gelegen auf der Couch. Aber wirklich? So, jetzt haben wir eine komplette Führung gekriegt vom Chef selber. Top. Ich fühle mich geehrt. Ja, die Regierung muss da nur ein bisschen arbeiten, weil da kann sich aktuell jeder Kameras kaufen. Und das sollte nicht so sein. Ist das kein Kameraladen? Nein, wir sind kein Kameraladen. So. So. Das ist die AX Media. Dann vielen Dank, jetzt käme ich da auch aus. Wenn die wollen. Falls mal deine Alarmauslösung drin ist, käme ich aus. Wo was ist? Natürlich, natürlich. Wer kennt sie nicht, die AX Media Geiselnamen? Oh Gott, ey. Ja, sicher Berichterstattung aus erster Hand. Ich sehe mich schon zufahren irgendwann einmal. Naja. Auf der anderen Seite gibt es jetzt noch was vom Wiesbauer, falls ihr möchtet. Möchtest du noch was vom Wiesbauer? Das ist gratis.
Getränke schon. Ein echter Staatsdiener. So. Muss überlegen. Also ich fahre auf die andere Seite. Ich bedanke mich für die Hilfe bei unserem Takt offenen Tür. Ich bedanke mich für die Gelegenheit. Interessenten da irgendwie zu uns bringen. Ja. Gut, na dann, man hört sich, man sieht sich. Schöner Danke Abend. Euch. Danke auch dir, Linnea, gell? Kein Problem. Immer wieder gern. Was machen Danke. Wir, Herr Kollege? Tja. Wir springen da auch über die Mauer. Ja, müssen wir irgendwann mal eine Auffahrt machen. Ah, jetzt bin ich. Alles okay. Ja, das ist eine Kollegin arbeiten. Meine Nuse juckt. Aber schau. Linnea im Funk mag mich wer irgendwie abholen oder irgendwo mit hinnehmen oder whatever. Sofern natürlich irgendeiner da ist. So. Dann nimm das Tuch weg. Na, daran liegt's nicht, wenn der Nase übt den ganzen Tag schon. Yes. Obwohl, ich kann ja theoretisch... Wo laufe ich denn hin hier? Jetzt bin ich einmal unnötig im Kreis gelaufen. Nicht anfahren! Fahrt's doch nicht immer los, wenn ich die Straße quer! Was habt ihr für ein Problem mit mir? Das arme Schild, ja, scheiß auf Schild. Gibt noch genug Schilder. Interessant, irgendwo aus der Ecke. Ja, ich höre Stimme, aber ich sehe keine Person. Okay, die stehen da am Dach, interessant.
bin dann auch mal wieder weg. Viel Spaß dir noch. Dankeschön, wir sehen uns, Luca. Adios, Hoss. Bis zum nächsten Male. Nimm mal jetzt die Knutschkugel, verdammt Richtung. Richtung Stephansplatz. Ich fahr schon wieder wie der letzte gestörte Rowdy. Oh, und ich habe kein Kennzeichen. Begrüße. Grüße. Da oben, da schaut schon wieder die Türen geschlossen. Ja, kein Takt offener Tür mehr.
quietsch. Oh mein Gott, dieser Stuhl. Ich gehe davon aus, du bist wegen dem Kennzeichen da. Ja. Gerettet. Ja, gut. Haben Sie heute vielleicht zufällig irgendwo eine schwarze Yamaha gesehen? Ich habe heute sehr viele schwarze Yamaha gesehen. Okay, meine ist nämlich irgendwie abhanden gekommen. Ja, was brauchen Sie denn bitte? Zwei schnelle Motorräder. Naja, braucht man halt. Ja, ja. Braucht man. Aber mit Kennzeichen sind es besser. Ja. Und legaler. Die haben natürlich alle ein Kennzeichen. Ja. Das will ich hoffen. Ja, klar. Ah, er hat wieder Scheiben. So. Können wir ändern, ne? Er hat wieder Scheiben, sehr schön. Scheiben müsst ihr wieder haben, gell? Ja. Gut, Dienstnummer ist es. Ja, die habe ich mit. ich hab schon Rechnung geschrieben. Traurigerweise wissen sie schon die Dienstnummer. Ja, ich weiß davon alle schon die Nummer leider. Dankeschön. Passt, tschüss. Servus. Adios. Hallo. Wurde heute vielleicht eine schwarze Yamaha abgeschleppt irgendwo? Eine schwarze, ja. Ja. Von Herrn Smith wurde eine abgeschleppt, ja. Eine ohne Kennzeichen? Ohne Kennzeichen, ja. Meine ist nämlich weg. Aber gut, wenn sie nur die von Herrn Smith abgeschleppt haben, dann ist natürlich blöd. Weil ich finde meine nicht mehr. Ich weiß leider auch nicht, was gewesen ist. Ich weiß, ich bin im Krankenhaus aufgewacht und ich weiß nur, ich habe mein Motorrad vermisst und ja, jetzt frage ich hier nach. Also ne, ich habe nur die vom Herrn Smith. Okay, ja, dann werde ich wohl mal zur Polizei fahren, der Vermisstenanzeige gegen mein Moped stellen. Oder Diebstahlsanzeige, wie ja. Auch immer. Passt, dankeschön. Passt, bitteschön. Ich mach das jetzt. Ich frag mich nicht, warum da hinten ein Auto drin steht. Das war so knapp gerade. Kennzeichen ist dran, zwar klein, aber es ist eine Star. Führerscheine, ich muss meine Führerscheine ja noch wiederholen. Hey, Führerscheine und Ausweis.
Wer funkt? Bitte wiederholen. Na, ich fragte nur, wer funkt, aber alles gut, passt schon. Weil ist, Abdel, John und ich sind da dabei. Ja? Ich fahr mich schnell umziehen, ja? Aber... Das ist hier im Weg. Polizeinotruf? Begrüße. Scholz am Apparat. Wäre es möglich, dass ein Beamter ins SPK 1 kommt? Ich würde eine Diebstahlanzeige aufgeben gerne, wenn es möglich wäre. Okay. Ja, werde ich fahren lassen. Perfekt, danke schön. Ich warte hier. Bist du dort? Ich bin schon im SPK 1, ja. Okay, was für ein Diebstahl, genau? Es handelt sich dabei um eine schwarze Yamaha R6. Also ein Motorrad ist gestohlen worden? Ja, also ich weiß nicht, ob es gestohlen worden ist, aber ich weiß nicht, ich finde es nicht mehr und es war irgendwie alles ganz komisch. Okay. Ich vermute, dass es gestohlen wurde. Ja, Schatz und Anzeige auf. Ja, passt, kommt wer zu Ihnen. Perfekt, danke schön. Perfekt, danke schön. Aufgelegt. Ich habe nichts im Inventar. Zwei Funkgeräte habe ich. Bisschen Geld. Bisschen trinken. Ja, dann habe ich ein Problem. Oh mein Gott. Ich habe halt ein Problem, wenn er jetzt einen Ausweis verlangt. Wie erkläre ich das überhaupt? Ich nicht. Man muss sich ja irgendwie so erklären, dass ich keinen habe. Da dachte ich aber, mein Ausweis wurde mir auch gestohlen. Ich lasse mir schon irgendwas einfallen. Ja. Also, nicht ganz. Ich kann euch mal hier... Moment. Mal schauen, ob ich den Clip finde. Ich habe nämlich eine kleine Rangelei mit dem Urwohner gehabt. Klein ist gut. Ich wurde angeschossen. Ah, Scholz. Auf jeden Fall, ich wurde von dem Urwohner erschossen. Ja, ich bin aktuell im SPK 1, Moment. Oh, okay, alles klar, passt. Ich wurde von dem Urwohner angeschossen, bin dann irgendwann bewusstlos geworden. Und während der Reanimation war ich plötzlich puff und ich stand im AKH, obwohl ich noch 17 Minuten hatte. War ein bisschen kacke, aber was will man machen? Niemals wieder dicke Urwohner bestehlen.
Bei so vielen verblutet. Nee, eigentlich nicht. Also ich war ja auch Support gewesen, hatte angefragt und so, und das sollte eigentlich nicht so sein. Und Abdel? Ja, keine Ahnung. John? Ja? Seid ihr? Ich warte noch auf John. Okay, passt, ich komme zu euch. Kommt da jetzt noch einer oder stehen wir hier jetzt umsonst? Ich fahr sonst gleich wieder, ich habe keine Geduld. Also ich bin ehrlich, in Geduld bin ich echt. In Geduld üben bin ich schlecht. Da rennt einer. Und kommt in meine Richtung. Yes. Schönen Abend. Begrüße. Was kann ich für Sie? Ich wollte da Diebstahlsanzeige machen. Ja? Ich vermisse nämlich mein Motorrad. Was für ein Motorrad hat das sich? Eine schwarze Yamaha R6. Oh Mensch, was ist denn hier los? Ja, nichts ist hier los. Ja, diese Yamaha war... vermutlich auf sie zugelassen? Ja. Okay. Diese MA haben wir heute bezüglich eines... bezüglich eines Einsatzes bei uns lag mitten auf der Straße beim Billa. Wo war das? Die müsste Felberstraße auch auf Straße gewesen sein. Da lag das Motorrad mitten auf der Straße. Und soweit mir bekannt wurde, ist dann durch den MTC abgeschleppt. Okay, ja, weil ich war da schon nachgefragt. Ich war beim MTC und die sagten mir, die wissen von nix. Okay. Prinzipiell müsste es dort sein. Okay, ja, irgendwie kriege ich da keine Infos von dem, was mein Motorrad angeht. Die wissen wohl nichts. Okay. Erwarten Sie mal kurz, ob ich weitere Infos für irgendwie finde bei den Kollegen oder so. Das wäre super. Weil ich weiß es leider nicht genau, irgendwie ich bin plötzlich im AKH wach geworden und dann wollte ich eigentlich nur nach Hause und dann ist mir aufgefallen, mein Motorrad ist nicht mehr da. Natürlich weiß ich, was los war, aber ich weiß es ingemein nicht. Hallo, hallo? Funkcheck. Ja, ja, oder ich kann irgendwie... Nein. Hallo? Das Motorrad wurde durch den MTC abgeschleppt und an deren Zentrale verbracht. Okay, dann werde ich da gleich nochmal anfragen. Alles gut bei dir, Bruder! Ich wusste es der Kollege einfach nicht, aber das ist definitiv abgeschleppt worden durch den MTC. Okay, dann werde ich da nochmal hinfahren. Dankeschön. Wundervoll. Bitte sehr, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich wollte gerade sagen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ach, egal, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh mein Gott, auf Wiedersehen. Mann!
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hä? Nee! Sprechen wir gelernt sein. Sprachen lernen. Bubble. Sprachen lernen mit Schulz. Einfach noch auf Autobahn machen, Hauptplatz machen wir türkische Hubkonzert, okay? Na, Hauptplatz und Autobahn. Ich will nicht wissen, was ihr schon wieder anstellt. Türkische Hubkonzert. Ja, ja, ja. Irgendwas Funkgerät springt ein bisschen. Da steht immer noch ein Auto. Ja, mein Funkgerät spinnt. Ja, mein Funkgerät spinnt da ein bisschen. Ja, wo seid ihr jetzt? Wo war das? Was fühlt ihr schon wieder im Schilde? Hubkonzert auf Autobahn. Ach du Scheiße. Hallo? Gut. Ich glaube, ich mache für heute hier in dem Gelände. Ja. Ich bin ein bisschen müde. Ich glaube, ich werde auch gleich schon schlafen gehen. Ich habe gestern Nacht nicht geschlafen. Auch heute danke ich allen, die dabei waren. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Vielleicht streame ich wieder mit Facecam. W. Scholz hat auf. Ja, ich weiß nicht, wie lange streame ich jetzt schon wieder? Ich sehe es gerade nicht, aber zu lange bestimmt wieder. Meine Nuse jagt schon wieder. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht streame ich morgen, übermorgen. Das kündige ich dann an. Bis zum nächsten Mal. Ein wunderschön. Schickes Motorrad. Passt zu nah. Bitte.
Wiederschauen.